Ach ja, der Druck geht wieder aus, wenn ich raus habe. Gib mir doch gerade eine Minute. Schnell die Chats hier noch. Zack, zack, zack. Chat als Pop-up öffnen. Chat danach rechts, YouTube nach links. Bin ich eigentlich noch so fochfürst da. Da. Ja, spät Stream wieder. Weil Mittwoch, weil wieder spät zu Hause. Hast du nach Hause gekommen, Rechner angemacht. Schnell vom Handy auch so eine Benachrichtigung geschickt. Toilette. Alles eingestellt hier. Sagt die Bumm, schon bin ich live. Rainer, Hallöchen. Ostfriese, hallo, hallo, hallo. Und Maxi. Achso, das ist genau. Maxi, du bist jetzt der ehemals. Mein Name ist Kur, ne? Ali, hallo und Hallöle. Auf Twitch haben wir auch den Rainer da. Jo, und Vamos. Hallöchen, Hallöchen. Ja, ich hatte eben überlegt. Gehst du ins Bett? Ja, komm, bist du müde? Willst du noch? Ja, komm, nee, spielst du noch ein bisschen? Komm, spielst du noch ein bisschen? Was spielst du denn? Ja, komm, machst du mal Bierbrauerei. Jawohl, dann spielen wir noch ein bisschen Bierbrauerei. Will doch auch eine Abfüllanlage kriegen. Mal gucken, was da so passiert. Wieder ein bisschen Spaß haben mit verpackten Paletten und verpackten Gabelstaplern. Schauen wir mal, gucken wir mal. Bevor der erste schreit, Jimmy, dein Gesicht. Ja, hier kommt mein Gesicht. Zack, da ist es doch. Hey, Listen, ja. Wer ist da? Nettie ist da, hey. Hallöche. So, klappt das jetzt hier mit Spiel laden? Weil es gibt keinen Spielstand zum Auswählen. Ich kann jetzt einfach nur Spiel laden. Ich weiß, ob ich immer mehrere Spielstände spielen kann. Und da wir jetzt Spiel laden, müssen wir alles neu aufschließen. Oder es gibt hier gar keine Tageszeit und sowas, ne? Man kann den Tag wechseln, dann resettet sich einfach alles. Hier spielt man anscheinend immer am Stück, immer weiter, immer weiter, immer weiter durch, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe hier. Müssen wir wieder alles aufschließen, wenn wir neu geladen haben. Zack, müssen wir gucken, dass die Transporter wieder hier reinkommen können. Kaufe ein neues Gebäude und schalte die Abfüllmaschine frei. Genau, dafür müssen wir erstmal ein bisschen Money ran schaffen, war doch so, ne? Oder? Wie viel Geld haben wir denn jetzt? 1800. Was kostet nächste Gebäude? Ich glaube, mehr noch war es, ne? Vertrag war das, ne? Nein, nicht Vertrag. Wo war das denn hier? Genau, hier war das, ne? Apfel. 2000 brauchen wir für die Apfelanlage. Aber für den Apfelraum. Und da müssen wir doch die Apfelanlage bauen, ne? Oder ist die direkt unter drin gewesen? Weiß ich gar nicht mehr. Doch, nee, da müssen wir hier noch. Nee, Getreidemühle. Wir könnten noch die zweite Getreidemühle haben. Oh, 7500. Wieso sieht denn so teuer? Wie war das? Muss ich das wieder Werkzeug und Wischbesen holen, ne? Oh, hier ist schon wieder schmutzig, ja. Wo stand denn der Wischer? Da stand hier irgendwo in der Ecke, ne? Da ist der Wischer, genau. Oh, und der Werkzeugkasten. Nee. Muss ich das wieder wegpacken, den Werkzeugkasten? Aha. Genau, und hier war Apfelanlage. Gibt's nicht. Ich hab noch einen neuen Computer. Apfelmaschine kostet auch nochmal 1000. Also wir müssen mindestens 3000 haben. Mit Apfelraum und Apfelmaschine. Okay. Kühles bitte. Ja, hier, warte, hier. Schönes Lecker. Magst du Kölsch? Gaffel Kölsch? Hm, hab ich mir gerade mal gegönnt. Und Faltmetall-Stallöchen. Und rei, es darf weiter. Let's go, genau. So, also, erstmal bisschen Money, Money, Money verdienen. Ich muss so irgendwelche Räume aufschließen, ne? Muss ich auch aufschließen? Mich aufsperren? Ja, muss man auch aufsperren, so. Weil hier ist was. Ich weiß es nicht. Ja, erst die Bier ist ja schon gebraut, aber ich kann es noch nicht abfüllen, ne? So weit waren wir schon. Ach ja, hier war ja auch noch was. Hier war ja auch noch was. Ja. Also, das müssen wir erstmal.
die Palette da hinstellen, da müssen wir ein neues Schrot bestellen, da müssen wir neue Aufträge annehmen. Erstmal ein bisschen Geld verdienen, ne? Genau. Wie geht das hoch? Ja, hier. Hallo? Aha, da genau. Was ist das hier eigentlich? Wo kann ich die Musik an- und ausmachen? Andere? Ne, kann ich nicht. Ja, würde ich einfach sagen, jede Menge Zeug bestellen und jede Menge Aufträge annehmen, jede Menge Zeug verkaufen. Und erstmal Geld scheffeln, ne? Ja, klingt nach dem Plan, ne? So, und Yassi, ja, du hattest recht. Du hattest mir in den Kommentar geschrieben, weil ich beim letzten Mal überlegt hatte, wie das Spiel hieß, was ich meinte, ne? Namen habe ich schon wieder vergessen, aber ja, es war das Spiel. Brewpop Simulator, ne? Wo ich beim letzten Mal von gesprochen hatte, was der Toni gespielt hatte, der 4-0er Toni. Mit dem, wo man im Hinterzimmer quasi das Bier zusammenbraut und dann vorne an der Theke es noch servieren muss. So, ja, und Rainer, ja, er regelt, ne? Rainer hat mir auch einen Kommentar geschrieben. Genau, Taste R regelt. Zack, sobald das hier grün wird, R, zack, Palette da drauf. Hier wieder hinfahren, zack, ab, wieder R drücken, absetzen und wieder packt die Palette weg. Aber nichts gewonnen, okay. Weil da schon Zeug drauf ist, oder was? Und dann lege ich die Verkehrte wieder rein. Lass mal gerade nochmal drehen hier. Ne? Einmal so, einmal so. Ist noch drauf, genau. So, zack, vorwärts fahren. So, so, so. Absetzen, zack, zack. R? Nee, okay. Ich glaube, die Palette ist so kaputt. Vielleicht, wenn ich sie abräume. Und die Hand wieder dahin lege. Vielleicht hilft das ja was. Ah, das funktioniert. Okay. Juli! Ja, Early Access, Beta, Alpha, wie man es nennen will. Wenn man weiß, wie man die Bugs umgehen kann, muss man so ein Workaround machen. So, zack, pass auf, jetzt gehen wir erstmal ins Büro bestellen, ganz viel Neues, ne? Und so ein Büro. Ich bin schon wieder orientierungslos da hinten. Noch orientierungsloser als gestern bei Outlast, ne? Outlast gestern weiß ich nicht. Ich gebe dem Spiel noch eine Chance, aber warm geworden bin ich damit nicht. So, erstmal Aufträge. Wir brauchen Verträge. 3 Stück. Was brauchen wir hier? 29 veredelte Säcke. Malz, Malz, Malz. Alles Malz. Annehmen. Lieferung. Rohmalz. Komm, tu mal hier. 4 Paletten. Warte mal, erstmal auf 0. 1, 2, 3, 4 Paletten Malz. Kann ich mir das leisten? 900. Oh ja, können wir es leisten. Bug bestellt. Ist ja auch schmutzig. Oh ja. Auch das bin ich auch nicht wach geworden. Wach? Warm? Oder war zu wach? Ja gut, wach war ich, aber... Vielleicht, weil wir auch da wieder durchgehetzt sind. Ich habe ja von dem letzten Level nicht wirklich viel gesehen, weil ich nur irgendwie hinterher gerannt bin. Können wir schauen. Ich hatte überlegt, ob ich Outlast machen soll heute, aber ich habe mal Outlast heute für die Detection-Aktivitäten alle fertig. Dann ist das, glaube ich, relativ langweilig im Stream. Achso, ich muss erst aufmachen, ne? Genau. Ja, ich komme ja schon. Hier noch die Tür auf, da kann ich hier mit dem Stapler abladen. Guck, kann ich in Ruhe abladen, so. Okay, oder auch nicht. Gabel nach oben bewegen, wieder nicht, okay. Okay, jetzt habe ich festgebackt. Achso. Wenn Motor anmacht, klappt's auch. So, pass auf, das würde ich jetzt mal bitte hier verarbeiten. So. Ja, aber ich muss die Leute noch bezahlen. Ne, die sind bezahlt. Habe ich schon letztes Mal noch bezahlt, ne? Mal absetzen. So. Jawohl. Ich hol direkt noch mehr. Ja. Ich hol direkt noch mehr, pass auf. Guck mal, die absetzen, ne? Guten Abend, Zack, hallöchen. Willkommen und hallo.
Ja, mit den Säcken, ich könnte auch mal vorbeigucken. Gerade die Leute, die auch Last on Earth spielen. Ich habe neulich auch wieder mal einen Last on Earth Stream gemacht. Und er spielt auch Simulation. Aber ich glaube, das ist für Berufswegen, ne? Du fährst Straßenbahn. Also Zack fährt Straßenbahn sowohl in der Ausbildung, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, als auch irgend so ein Straßenbahn-Simulator, ne? Das wäre zum Beispiel gar nichts für mich. Glaube ich. Muss man, glaube ich, so ein bisschen. Genauso wie Euro Truck Simulator ist auch nichts für mich. So ein bisschen durch die Gegend fahren und weiß ich was. Der Sektor fährt auch zwischendurch eine Straßenbahn. Wer sich dafür interessiert. Achso, das ist doch gar nicht der neue. Wo ist denn der neue? Hallo? Ich habe gedacht, das ist schon die zweite Lieferung, ja. Und Alexander, guten Abend, hallo. Leute, wie schaut's aus hier? Wo läuft der nächste Truck? Ah, da kommt er auch, sag ich doch. Jetzt haben die Zeit bestimmt schon eine Palette verarbeitet, wa? Ja, passt. Jo. Ach, der macht direkt auf. Ah, nicht die Tür, der Butter macht er immer. Ich muss ja die Tür aufmachen, genau. Zack, Tür auf. Ja, ist das Cheaten, was ich hier mache? Eigentlich schon, ne? Eigentlich müsste ich mit dem Hubwagen das Zeug hinten runterholen. Aber wenn man hier wieder festgestellt, wenn hier, zack, der Nüppel da in der Mitte des Bildschirms, wenn der grün wird, kann ich einfach R drücken und dann lädt er automatisch die Palette auf. Dann nutzen wir das auch aus, ne? Was man liked da, ja, machen später, hoffe ich jedenfalls. So, ich habe jetzt gerade 4 Paletten Malz bestellt. Können wir gleich ordentlich schroten. Und die Aufträge direkt abwickeln, Geld verdienen, dann gleich die Abfüllanlage bauen. Dann gucken wir mal, ob der Rubel dann noch schneller rollt. Weil der Rubel rollt gar nicht mehr, ne? Der sagt man halt so, ne? Ja, wo wird's grün? Oh, hier habe ich fast die Gabelsbrille. Gut gebackt, okay. Ja, das hier kriege ich jeden Tag quasi in live mit. Meine Arbeitsstelle ist direkt gegenüber von der Gaffelbrauerei in Köln. Die bauen gerade heftig um und aufs. Da fahren auch täglich LKWs und weiß ich was. LKW-weise wird dann Bier weggeschafft und angeschafft. Palettenweise, Dosen, Kistenweise und auch Fassweise. So, einmal hoch, nein, hoch, so. Psst. Nur die Rohstoffe, die kriegen wir nie mit. Da kommt zwischendurch mal ein Silo und da kommt zwischendurch mal ein CO2, so ein Stück Kohlensäurewagen fahren. Jetzt habe ich natürlich immer 3 Säcke zu viel, ne? Pass auf, die tue ich erstmal in die Ecke räumen. Pass auf, die räumen erstmal weg, da. Wo muss ich hin, da? Oh shit, ich muss da mal Müll wegräumen, wa? Pass auf, euch lasse ich. Aber ich kann die gleich mal runterbrichten und auch ein Lager, ne? Dann versuche ich die leere Palette erstmal wegräumen, zack, die müssen wir da rüberräumen. Dann könnt ihr hier da drauf räumen, so. Und jetzt fahren wir dem dann eine volle Palette hin. Geh mal weg da, ich will dich ungern umfahren. Mit einem dummen Arbeitsunfallbericht, glaube ich. Warum habe ich eine Kopfverletzung? Da kam Gabelstapler gefahren und ja. Aha, zack, aufladen. Und abstellen. Und nein, runter. Zack, und weiter geht's. Pass auf, jetzt räume ich das mit dem Müll weg. Erstmal Motor ausmachen, sonst verbrenne ich mein Gas hier. Den Müll müssen wir wegräumen. Hier, zack. Nee, nicht mit Mitarbeiter hier da Müll greifen. Wo war denn meine Mülltonne draußen? Ja, das Game hier, wie gesagt, ist aber nur ein Fun-Game, ne? Ob das so ein richtiger Wirtschaftssimulator ist, haben die Entwickler zwar in die Beschreibung geschrieben, aber weiß ich nicht. Mal gucken, was da kommt. Was wir noch kaufen können müssen. Ob wir Flaschen und so ein Kram auch noch kaufen müssen und Fässer und so, ne? Und dann das Abfüllen und dann vielleicht Aufträge kriegen, auch Bier zu liefern, anstatt immer nur hier geschrotetes Malz. Oder mal zu kurz.
Ja, war zu kurz. Francis war auch lange nicht mehr da, ne? Wie der Typ dann so auf die Nerven geht. So, müssen wir da hinten noch aufräumen kurz. Aber oben sagt er mir, ich hätte noch zwei Müllsäcke irgendwo stehen. Hm. Oben rechts in der Ecke stehen, oder? Noch Müllsack-Symbol. Vielleicht, weil ich hier erst reinigen muss. Da kommt nur ein Müllsack raus. Jetzt habe ich drei Müllsäcke. Irgendwo stehen noch zwei Müllsäcke. Irgendwo sind noch zwei Müllsäcke, die ich wegräumen muss. Wieso wartet er denn noch? Hat er noch eine Toilette dabei? Du fährst ja nicht weg. Wird nur verpackt? Oder fährst du erst weg, wenn ich eine Neubestellung hole? Wir werden sehen. So, jetzt haben wir hier aber noch irgendwo Müllsäcke rumliegen. Nicht, wenn da wieder der Typ vom Ordnungsamt kommt oder von dem Gesundheitsamt oder wo der her war. Dass wir da wieder Strafe zahlen müssen. Hier haben wir noch genau 22 Liter drin. Und jetzt müssen wir erstmal das, was wir schon gebraut haben, ja auch an den Mann kriegen, ne? Jetzt will ich hier gerade ein paar Aufträge erledigen für die Abfüllanlage. So. Da oben rechts in der Ecke steht, ich hätte noch zwei Müllsäcke irgendwo. Oder wo? Unten vielleicht. Lass mal unten gucken, dann bringe ich direkt die Säcke nach unten. Habe ich auch Paletten. Nee, ich habe Palettenladestellen, habe ich hier stehen, aber keine Paletten, ne? So, hier geht's wieder hoch. Nee, ist aber falsch. Ich hätte mich in meinem eigenen Braukeller nicht aus. Nein! Doch, da haben wir Paletten stehen. Crushed Malt, ne? Genau, Crushed Malt. Zack, da haben wir gecrushedes Malz. Ja, ich habe schon Bier gebraut, aber nur 70 Liter. In einem 1000 Liter Behältnis. Naja. Müllsack 30 Meter. Nicht schlecht. Nee, war nicht 30. Mein Rekord, ich weiß nicht, ob ich den Rekord irgendwo gucken kann, war irgendwie 25 Meter, ne? Aber ja, man kann ihn sehr weit. Und pass auf, jetzt erstmal sprinten. Ich will sprinten können. Erstmal Käffchen. Kaffee in Ehren kann niemand verwehren. Zack, kostet $1. Geschuldete Arbeitszeit 1? Ach so, $15. Ja, also ja, ein Arbeitsintervall, genau. Und wir haben beim letzten Mal festgestellt, wenn es zu viel wird, dann arbeiten die nicht, ne? Dann können wir erstmal direkt bezahlen hier. Also, zack, Lohn bezahlt, jawohl. 800 haben wir noch. Jetzt kommt noch mal gleich ordentlich Asche rein, hoffe ich jedenfalls. Zack, Motor an. Volle Palette wegfahren. Ach, Motor ausgemacht, ich stört. Okay. Oh oh. Oh oh, die Palette am Stapler hängen. So, das liefern wir ab. Jetzt die Frage: Erledigt er erst den obersten Auftrag, wo jetzt 24 von 29 ist, oder nimmt er den nächsten Auftrag? Das ist jetzt eine gute Frage, ne? 29 für 29 und 19 für 22, perfekt. Warum steht da eine Truck da immer noch? Jetzt müssen wir das rechnen. Da nochmal 3 und dann nochmal 26, okay. Kaufst du das Spiel auch? Ja, wie gesagt, es ist noch sehr buggy, ne? Und ich weiß nicht, wie viel Content es noch gibt. Es macht auf jeden Fall Fun und Laune. Darum spiele ich ja. Ich will ja Spaß haben. Warum ist denn da jetzt noch ein Sack? Hm? Jetzt so her. Ich spiele ja nur das, was mir Spaß macht. Nicht für den Klick, für den Augen. Alter. Hä? Wir haben es geschafft. Ich habe gerade wegge. Oh. Wo war denn jetzt der Kontrolleur? Ich hab gerade gesucht. Pack of Garbage, überall ist Müll. Nö. Oh, Hallöchen. Ja, hallo. Bin da. Wer noch?
Ach du Himmel. Alles schmutzig. Ich hab eben extra geputzt und Müllsäcke habe ich gerade keine mehr gefunden. Ja. Emotional damage. So soll es sein. Nur, dass es Spaß macht. Genau. Also jetzt können wir ja 25, das Not Effect Level. Okay. Aber wir haben da oben, ne, der gelbe Kreis bei der 5 ist gerade weniger geworden. Aber ich glaube, man kann kein Level Down bekommen, soll das, glaube ich, heißen, ne? Statt dabei das Not Effect Level. Ja, müssen wir schon auf die Suche nach Müll gehen. Keine Ahnung. So, kann ich irgendwo leere Paletten kaufen? Noch eine Stapelpalette wäre ganz cool, ne? Ich habe, glaube ich, keine Palette mehr hier rumstehen, eine leere, ne? Nee. Aber wo ist denn noch Müll oder Dreck? Was kann ich denn hier noch machen? Objekt bewegen? Das ganze Regal. Nee. Lass gut sein. Lass mal da stehen. Ich kann doch hier irgendwo eine leere Palette kaufen, oder? Nee, Palettenstellplatz. Hefelager, Förderband, nö, dekorativ, Paletten. 24, kaufen. Kann ich nicht in einen Palettenladeplatz stellen? Ich denke mal, das ist wirklich nur dekorativ, oder? Kann ich die Paletten benutzen? Das ist jetzt eine gute Frage. Kann ich die Paletten benutzen oder sind die wirklich nur Deko? Also ich kann sie nicht in einen Palettenabstellplatz stellen. Komm, einfach mal hier. F, ne? Okay, Objekt bewegen. Okay, dann kann ich hier anscheinend... Nein, es ist nur Deko. Scheiße. Ich hätte gerne hier so eine leere Palette. Damit ich hier... Das Zeug hier noch da. Komm, dann scheiß drauf. Dann bringen wir das nach unten. Muss ich gleich mal einfach mal dreimal eine Hefe oder so bestellen. Dann kriege ich 3 Paletten, ne? Da ist eine Palette. Wieso ist da jetzt eine leere Palette? What? Wenn ich das da oben mal so zwischenlagern kann. Die ist voll? Ach, das ist Rohrmalz. Das ist Rohrmalz, den ich noch nicht noch schreddern muss. Nö, warum? Wo kommt denn der jetzt her? Oh nö. Porky, guten Abend, schönen guten Tag. Was ist das hier? Rohrmalz? Das ist Crushed Malt. Wo kommt denn hier der Rohr? Ach, der ist eben von der Palette gefallen, wa? Ist eben von der Palette gefallen, als ich hier dagegen gefahren bin. Ja, siehst du, hier fehlt nur einer. Ach, der ist eben von der Palette gefallen, als ich dagegen gefahren bin. Ah, I see. Motor an? Achso, Motor war noch an. Oh, ich muss das nachfüllen. Gas nachfüllen. Ja, da könnten sie auch ruhig mal meinetwegen auch reinpatchen, dass man das Gas kaufen muss. Aber wie kriegt man das Gas ja umsonst, ne? Für den Stapler zu betreiben. Und Gigi Bärchen, die auch einen schönen guten Abend. Jawohl, jawohl. Oh, wo hat er denn geschrieben? Don. Restreambot. Sound Alert. Faltbett. Wo hat Gigi Bärchen denn geschrieben? Hä? Mit Rainer, Stream Elements, ja. Ach, der hat Emotional Damage gemacht, okay. Okay. Ja. Müsste der Sack sein, den du aus dem Gabelstapel. Genau. Als ich gegen die Palette gefahren bin. Und warum fährt er nicht weg? Der ist definitiv entladen. Oh, pass auf, ich kann 2 Aufträge abgeben. Weil jetzt muss ich nämlich die Palette abgeben, wo nur 6 drauf sein müssen. Ne? Oder warte, ich nehme vorher neue Aufträge an. Genau. Dann stapelt er einfach die Aufträge weiter. Wo ist mein Büro? Büro? Oh, lost. Da hinten. Nee, hä? Da hinten. Nö, hä? Alter, bin ich lost, oh Gott. Ja. Zack, so, pass auf. Der ist erledigt, genau. 858, jawohl. Und 561 und nochmal Level Up, wa? Jawohl. Neuer Vertragsplatz. Oh, jetzt kann ich 4 Verträge annehmen. Oh, jetzt geht's ab. Kann ich 4 Verträge annehmen, okay.
Ja, und jetzt wäre eine leere Palette ganz cool, dass ich da 6 drauf lasse. Nee, warte, oh, mal trotzdem anders. Ich pack mal da rüber. So, so. Ihr seid rohes Malz, ne? Macht, was macht er da? Ah, er macht sogar sauber, cool. Runter. Zurück vor und aufladen. Nein. Jetzt aufladen. So, hier bitte. Weiter, 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 weiter. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. So, zack. Den stellen wir schon mal dahin, dass wir das abladen können, ne? So, so, so. Das war gecrushed ist, ne? Crushed Malt, genau. Malt. Und nun da lang, ne? Jawohl, das packen wir hier drauf. Ja, ist blöd, dass hier jetzt schon Bier in dem Ding drin ist, ne? Ich habe jetzt nur 70 Liter beim letzten Mal gemacht, aber im 1000 Liter Behältnis. Das ist doof. Jetzt wäre das mal gut, dass wir eine Abfüllanlage kriegen, um das abzufüllen. Nee, nee, nicht Palette auf Palette. Die Palette stellen wir nach hier. So. Oh nö, jetzt pack die wieder rum. Oh nö, nö. Weil die Palette nicht in einem Dings steht. In einem Palettenabstellplatz. Rum. So. So. Ja. Hier, du wachst auch rum. Aha, geht doch. Zack. Zack, jetzt können wir neue Verträge annehmen, ne? Oh. Money, money, money. Ja, wohl, was will er haben? 25 für 700 wird gemacht. 20 für 700. Oh, ach, der läuft ja schon. 19 für 500 machen wir auch. Und 16 für 400 nehmen wir auch. Alles. Malz, 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 Malz. Die Frage, ob man irgendwann später vielleicht auch andere Aufträge kriegt als nur Malz. Achso, ich sollte vielleicht auch neuen Malz bestellen, wa? Zack, Lieferung. 1, 2, 3, 4 Paletten. 1, 2, 3. Ja, bestimmt auch 4 Paletten. Zack, hätte ich bitte gerne. 900, jawohl, können wir uns leisten. Gaming Max, Hallöchen, guten Abend, willkommen, willkommen. Zur Spätstunde Gemütsbrauerei. Simulation. Irgendwo habe ich 4 Müllsäcke, da hinten, genau. Gib mal hier Müllsack. Nur 30 Meter soll ich den werfen, meinst du, schaffe ich? So. Ah, zu kurz. Hallo Max, hallo Maxi, genau. Zwei Maxe da. Willkommen. Alle anderen natürlich auch. Und. Hopp. Oh, zu kurz, verdammt. Zack, 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 zack. Francis war lange nicht mehr da, ne? So, oben rechts steht immer noch, ich hätte irgendwo zwei Müllsäcke liegen. Aber wo? Nicht, dass gleich wieder der Gesundheitsamtmensch da kommt. Na. Also wenn ihr irgendwo einen Müllsack liegen seht, sagt bitte Bescheid. Ich hab jetzt eben keinen gefunden. Oben rechts steht, es wären noch zwei Müllsäcke da. Oh, was hier passiert? So, das ist schon wieder leer. Pass auf, dann erstmal hier so. Wunderbar. Erstmal abliefern, so. Taxi Ricci, hallo, guten Abend. Auch einen wunderschönen guten Abend an dich. Oh, jetzt ist der eine Truck nicht weggefahren. Guck mal, der Truck hier, der fährt nicht weg. Warum fährt er nicht weg? Schon nächsten Bug oder was?
Solange der nicht wegfährt, kommt nämlich kein neuer. Ich hab da eben die Tür zugemacht, ne? Ich kann die Tür gar nicht mehr zumachen. Och nö. Nö, 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 nö. Wann wieder andauern, weiß schon nicht. Eventuell am nee, Samstag bin ich gar nicht da. Vielleicht am Freitag. Bin heute Level 109 geworden, werde morgen Level 110 werden. Seit heute kann man auf dem Server 110 werden. Hab heute ein bisschen gefarmt, um mir neue Sachen zu bauen. Beziehungsweise ich musste die Schützburg aufwerten. Ja, wenn wir jetzt kein neues Malz kriegen, natürlich doof. Ansonsten fängt Andorn gerade täglich an, etwas repetitiv zu werden. Sprich, immer dasselbe. Wird natürlich demnächst die Story und die ganzen Sidequests und so noch weiter spielen. Das habe ich jetzt nicht weiter gemacht. Aber ansonsten die täglichen Aufgaben muss man ja erledigen. Ja, dauert halbe bis dreiviertel Stunde. Jetzt habe ich kein Malz mehr. Nö, pass auf, mach mal anders. Dann müssen wir jetzt leider nochmal speichern und nochmal neu laden. Ja. Ich habe jetzt bestellt. Ich habe doch bestellt, oder? Ich habe bestellt, ja. Ich hoffe, die Bestellungen zählen dann gleich noch. Ah, guck mal, hier kann ich Paletten kaufen. Oh Gott, ich kann Paletten kaufen. Ja, guck mal. Also, dann gehen wir hier erstmal auf Spiel speichern. Und wenn ich jetzt neuer Tag klicke, steht da drunter, lade den letzten Spielstand. Dann fängt aber das von vorne wieder an, ne? Das heißt, jetzt ist die Fabrik wieder zu und so ein Kram. Vielleicht neu starten, genau. Geld stimmt noch, ne? Jetzt muss ich aber alles neu aufschließen erst hier. Das müssen wir nur alles aufsperren, genau. Frage ist, zählt die Bestellung noch oder hat er mir das Geld jetzt abgezogen und die Bestellung kommt nicht? Das wäre jetzt nämlich doof. 900 für den Arsch dann, ne? Nur die Palette ist auch wieder hier weggepackt. Ist nicht da, was es sein soll. Oder gewesen ist. Ne? Oh, hier ist noch ein Müllsack, okay. Und da muss ich auch nochmal sauber machen. Ja, da kommen die Arbeiter, okay. Jetzt muss ich jetzt die Tür aufmachen, warte mal. Geht das parallel? Nö, geht nicht parallel. Aha. Da kommt Lieferung. Aha, okay. Also, haben wir das schon mal geklärt. Spionage-Tom steht in Andorn. Was? Welcher Spionage-Tom? Wer ist Spionage-Tom, Schnappi? Wer ist denn Spionage-Tom? Ist das ein NPC, wenn man ausspioniert, oder was? Oder Turm? Meinst du Turm? Wir haben ja heute Lager Level 2 erreicht, ne? Wir haben heute Lager Level 2. Ja, Gott sei Dank, sonst wäre halt noch mal ein bisschen Geld jetzt verloren gegangen, ne? Hätten wir noch ein bisschen mehr grinden müssen. So, jetzt erstmal ausladen hier. Ich dachte, das wäre ein NPC, ich bin auch schon Tom. Ich glaube, du meinst Turm, ne? Oh, der Vervollständigung hat wieder Scheiße gebaut. Ja, gleich mal so ein, zwei Paletten kaufen, was so ein Zwischenlagerplatz hat, ne? Aber man kann sich die 5 Dollar echt sparen? Und einfach eine Bestellung macht mit einem Malz drauf, ne? Kriegst du die Palette umsonst dabei. Na, und da ist Konstantin ja wieder. Hallöchen. Guten Abend, guten Abend. Weiter geht's mit der Brauerei. Ich bin gerade Geld am Scheffeln, damit ich hoffentlich gleich Apfelanlage. Müssen wir erst wieder einen Raum für die Apfelanlage und dann die Apfelanlage bauen kann.
Level 6 geworden, kann jetzt insgesamt 4 Aufträge annehmen. Jetzt packt die Palette wieder rum. Was soll das denn? Ja, ja, jetzt fällt da hinten alles. Nein, 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 nein. Juhu, juhu. Warte, Palette auf. War doch gerade grün. Zack. Ach nö, komm schon. Nö, 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 nö. LOL, guck mal! Upp, 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 lädt einfach alles automatisch auf. Pass auf! Bleibt der Ding hier stehen, wa? Hä? LOL. System getribbelt! System getribbelt. Gefixt. Macht sie kurz weg, okay, bis gleich. Ja, da kannst du sie mit dem Turbo hier reindrücken, pass auf. Bang. War gerade der letzte Sack, ne? Achso, du bist fertig, okay, bis so. Müssen wir warten, bis hier wieder voll ist. Kann ich jederzeit noch erstmal sauber machen. Ja, 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 ja. Hey, neuer Rekord, 23,74 Meter. So, alles drauf? Woll. Nee, da fehlt noch eins. Oh, der ist voll. Ich hab wieder eins übrig, okay? Ich hab mir wieder eins duplich. Ich hab einen Dupe-Glitch gefunden, glaube ich. Wieder ein Sack übrig. Die Palette ist voll. Oder hat er eben schon hier einen Sack runtergenommen? Nö. Nee, ich glaube, der muss ich selber fahren, Alexander. So, zack, boom, bang. Jawohl. Bist du leer? Das ist schon der neue. Alter, was hast du für einen Motor? Oh, jetzt so krach hier. Zack, zack, nächste Palette bitte. Achso, erstmal Motor anmachen. Neue Palette bitte, danke. Jawohl, danke. Da, Stück zurück. Da, zack. Ich häng fest, okay. Ja, ja, es hat. Ist, ne, aber. Das ist dann auch die leere Palette. Also die volle Palette, die leere Palette, wenn ich sie mit der Hand dahin stelle, dann klappt es manchmal. Ne? Aber wenn ich mit dem Stapler dann tanzt die immer durch die Gegend. Das hat genau das, was viele, habe ich ja beim letzten Stream schon gesagt, was viele halt auf Steam bemängeln, dass das Game noch so verbuggt ist. Aber ich finde die Bugs lustig. Wo ist das jetzt schon wieder her? Weil Game Breaking sind sie jetzt nicht und dass das Spiel nicht so ganz sauber programmiert ist mit den Paletten. Ja. Ja. Dass man da halt den Truck ausladen kann, indem man einfach daneben fährt und sagt, so, hier, Palette arretieren. Jetzt macht er da weiter, genau. Wenn man die Bugs kennt, kann man mit leben. Ja. Wenn man vor allen Dingen weiß, wie man so umgehen kann, ne? Oder zu seinem Vorteil ausnutzen kann. Ne, wie hier jetzt. Fährst du von hier hin? Nee. Ramst am. Hier, da, zack.
Also ich finde es jetzt nicht so, Game-Rating macht das Spielerlebnis kaputt oder verbuggt mich total. So, das packen wir gleich dahin, das packen wir dahin. Schuldete Arbeitszeit schon wieder? Okay, ich muss schon wieder Mitarbeiter bezahlen gehen. Was haben wir jetzt? 1297 Geld. Da können wir wieder... Oh, wir können zwei Aufträge abgeben. Arbeiter. Bezahlen. Verträge. Hier, 700. Bang, gib her, jawohl. Und hier, 500. Gib her, jawohl. Der läuft gerade, da fehlen noch 2, da fehlen noch 16. Ja, warte mal auf neue Verträge. Spart nur ein bisschen Zeit. Ja. Ja, sonst musst du dann mit dem Hubwagen immer dahin, das rausfahren, dann mit dem Stapler kommen oder direkt mit dem Hubwagen dahin fahren. Ich glaube, die Mechanik ist halt eigentlich vorgesehen, dass du mit dem Hubwagen hinfährst, dann die Hebebühne hochfährst und dann die Palette rausfährst. Dann so fährst du halt mit dem Stapler daneben, bupp, und hast du mal alles aufgeladen. Ja, ja. Weil wenn sie mit dem richtigen LKW kämen, der man eine Seite aufmachen kann, dann kann man auch mit dem Stapler abladen, ne? Wenn sie mit einem 30-Tonner kämen oder 40-Tonner, könnte man die Seite aufmachen und direkt zack, mit dem Stapler rein, alles rausheben. Mike, hallöchen, guten Abend. Schön, dass du auch hergefunden hast. So, komm, gibt neue Aufträge. Ah, da. 30 Stück für 800, jawohl. 21 für 600. So, was haben wir? 3.000 brauchen wir, ne? Da hätte ich gerne ein bisschen Puffer. Sagen wir mal, wenn ich 4.000 Geld habe, kaufen wir uns die Abfüllanlage. Und das, was die anderen so in den Kommentaren geschrieben haben, dass jemals die Palette immer vom Stapler fallen würde, kann ich nicht nachvollziehen. Wahrscheinlich haben die nie das R gedrückt. Ich glaube, ich sitze davor. Warte mal, ist die Szene besser? Ne, die ist auch nicht besser. Die ist besser, ne? Ne, wenn ich nämlich hier... Die links die Tasten hier, ne? Da steht ja R, Palette auf dem Stab, auf den Gabeln, verriegeln, entriegeln. Das ist halt der Trick, den ich halt immer quasi benutze. Wenn ich an die Palette ranfahre und R drücke, dann steht die halt richtig plan auf dem Ding drauf. Am Anfang habe ich das ja auch nie gemacht. Da bin ich ja gefahren, da ist ja auch während der Fahrt quasi die Palette weggebackt. Ich glaube, das haben diejenigen, die eine schlechte Rezession auf Steam gegeben haben, die Palette wird immer vom Gabelstapler fallen. Die haben nie das R gedrückt. Würde ich jetzt behaupten. Na, ich fahre jetzt hier neben die Palette. Jetzt, das Rot ist, das R ist gerade rot. Ja, jetzt wird es grün, drücke ich R, bupp, Palette oben drauf. Und seitdem ist mir nie wieder eine Palette vom Stapler gefallen, ne? Man muss, deshalb lese ich ja immer gerne viel Tutorial-Texte und Anweisungen vom Spiel. Viele Entwickler machen sich ja sogar die Mühe, machen für die Spieler hilfreiche Tipps. Ja, jetzt muss ich runterfahren, zack. R drücken, Palette abgesetzt. Am Anfang ist mir auch so ein oder andere Palette runtergefallen. Ne? Paco, hallöchen. Moin. Und Fallberg ins Bett, was? Daumen lassen, das geht doch. Da geht noch was. Muss das Bettchen Wecker klingen morgen früh. Jo. Morgen machen wir wahrscheinlich. Oder morgen ist geplant Forest wieder mit Natty Hope und Tony. Ja. Gucken, wie wir morgen wieder sterben, wie die fliegen. Aber die könnten ruhig ein bisschen schneller arbeiten, ne? Ich drück hier mal den Turbo-Knopf, wir gucken, wie schnell der dann arbeitet. Wo ist der Turbo-Knopf da? Geschwindigkeit erhöhen. Mal gucken, ob er dann auch schneller arbeitet, so. F. Zack. Muss ja nicht aufs Fließband warten, ne? Jawohl, ist er schneller? Ist schneller jetzt, ne? Mal gucken, welche Level die mittlerweile haben.
Wir sind schon ziemlich lange am Arbeiten hier, ne? Ja, wenn man die Palette halt nicht verriegelt und mit der Palette so durch die Gegend fährt, dann fällt die auch schon mal runter oder verschiebt sich oder sowas. Ein bisschen Gas, komm. Und da weiß ich, ich glaube, da gibt es keinen Arbeiter dafür, den man nachher einstellen kann, dass er Gabelstapler fährt und LKWs entlädt und so ein Kram. Oh, jetzt bewegt es sich gar nicht mehr. Zack, 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 es haut er die Säcke einfach so aufs Fließband. Zack. Ach, je nachdem, wo die Palette liegt, okay. So, wenn die fertig ist. 30, da fehlen noch 27, da fehlen noch 2 und 16, okay. Warte, ich kann dem aber jetzt noch keine neue dahinstellen, weil die muss erst voll laufen, ne? Jo. Aufsitzen, Motor anmachen, vorfahren. Ja, zack und ab und. Okay, wo ist das R? Zack, ups. Jetzt kann ich hier fahren, wie ich will, die fällt nicht runter. Der Turbo weiß ich, mit dem Turbo vom Stapler komme ich nicht ganz so zurecht. Der Turbo weiß ich nicht. Halt mal ein Stückchen höher. Und hier muss man auch nicht genau draufsetzen. Irgendwann muss man die Palette einfach automatisch auf die Karre drauf. So, jetzt fehlen da noch 3, da fehlen 2 und 16. Warte mal, ich soll einen neuen Vertrag auf sich zeitlich annehmen. Genau. So einen Job möchte ich auch haben. Geld bekommen dafür, dass man einen Sack aufs Fließband legt. Ja, dann bekommt 7,50 Euro die Stunde. Weiß ich nicht. Oh. Das war körperliche Arbeit, ne? $28 für $700 machen wir. Dann bestellen wir da was nach. 1, 2, 3, 4 Paletten nachbestellen. Zack. So, jetzt muss ich. Ich kann wieder nicht sprinten. Ich muss wieder Kaffee trinken, verdammt. Also, das Lachen, so eine Jobs habe ich gemacht in meiner Jugend. Beziehungsweise, ich habe Kartoffeln sortiert am Fließband. Und Getreide-Traktoren abgekippt. Da sind die auf so ein Ding drauf gefahren, haben schon Knöpfe gedrückt, dann fuhr dann haben die Seiten aufgekloppt, dann ist das ganze Getreide in so einen Schacht reingefallen. Ist dann durch eine Waschmaschine gelaufen. Musste ich immer Proben nehmen. So ein Stäbchen in den Hänger rein, in so einer Mühle mahlen und den Eiweißgehalt vom Getreide bestimmen. Säcke packen, ja gut, doch Säcke abgefüllt habe ich mit gepresstem Tierfutter. Muss heute Sack da drunter machen, der Hebel ziehen, 30 Kilo reingefallen, der Nähmaschine den Sack oben zugenäht und auch alles auf Palette geladen. Das war schon Knochen, aber da ist der Inspekteur wieder. Nein, ich habe irgendwo wieder immer noch 2 Müllsäcke rumliegen. Weiß aber nicht wo. Nicht, dass er mir jetzt wieder hier Knölle drückt. Wow! Okay. Waffen sammeln beim Bauern habe ich. Nee, nicht sammeln. Also die Bauern haben das da angeliefert, dann wurde das in so eine Grube geschüttet, da wurde ein riesiges Fließband drin, da ging das so über so Rüttelplatten und weiß ich was, über verschiedene große Siebe, da wurden halt dann nur Kartoffeln in bestimmter Größe aussortiert. Und wenn dann da Steine drin waren oder beschädigte Kartoffeln, vergammelte Kartoffeln. Minus 49 Reputation! What the heck? Wo findet der denn hier Müll? Wir müssen gleich auf Müllsuche gehen. Ich habe keine Ahnung, oder wo der hier Müll findet. Keine Ahnung, wo der hier Müll findet. Der Karton unten, weil ich die Hefe nicht ausgeräumt habe. Nee. Ich meine, oben steht ja oben rechts in der Ecke, dass ich auch zwei Säcke hätte, ne? Aber ich weiß nicht wo. Weiß ich, was hier als Müll zählt.
Und Düngerbunker habe ich auch sauber gemacht. Das war nicht so lustig. Da hast du einen gestunken nach Ammoniak. Aber ja, wenn man als Jugendlicher den Führerschein verdienen will, ne? Macht man in den Sommerferien 4 Wochen so eine Knochenarbeit, aber gut bezahlt. Hast du 4 Wochen 2000 Mark verdient. Macht sich schon, da kann ich mir die Finger verkrummen, ne? 2000 Mark, also 1000 Euro. So, wo ist jetzt die Palette? Da ist wohl eine Palette drin. Und da fährt die wieder nicht weg. Ach, die fährt wieder nicht weg. Nö. Oh. Alter, ich hab dich abgeladen. Kannst fahren. Tschö. Ich sehe doch jemanden ein, der das sauber macht und Müll wegbringt. Boah. Mal machen, ne? Warte mal, erstmal die Palette da jetzt weg. Nee, warte mal, jetzt muss ich zählen. Und ich habe einen neuen Auftrag angenommen, passt. Ja, die kosten ja auch nichts, ne? Wenn ich bedenke, was ich hier gerade an Geld scheffel. Und jetzt steht oben geschuldete Löhne 15. Stimmt schon, ne? Mach die Tür zu, dann fährt er auch. Nee, ich kann ihn nicht zumachen. Hab ich eben schon versucht. Nee, ich hab ja schon wieder alle 4 abgeladen. Ich muss wieder eine neue Bestellung machen, damit der fährt, oder? Ich kann die Tür nicht zumachen. Hab ich eben schon versucht. Ist jetzt kaputt. Ist aufgesperrt. So, lass doch mal auf der Suche nach Müll gehen. Ich stelle mir jetzt eine neue Palette hin. Wieso piepst du jetzt vor vorwärts? Achso. Den Bug haben wir auch schon öfter mal gehabt, ne? Man, ah, das ist. Oh, Gas wieder alle. Das Gas wieder alle. Hier, ich kann hier nicht. Ich kann die tun. Ich kann jetzt. Hier, rauf und runter kann ich fahren. Viel zu machen kann ich nicht. So, was ist der Stapler? Ja, hier auch. Das, also die Gasflasche könnten sie ruhig so programmieren, dass man die kaufen muss. Wenn man halt so viel vom Stapler gefahren ist, ne? Muss man halt dafür bezahlen, dass man... Oh! Fahren. Dass man hier ständig kostenlos nachtanken kann, weil die sich nicht. Könnten sie ruhig ändern. So, Tipp von mir. So, jetzt stellen wir einen ein. Pass auf. Kann ich überhaupt noch einen einstellen? Ja, ne? Erstmal Löhne bezahlen. Erstmal den Lohn bezahlen. Zack, Arbeiter. Wo sind sie da? 15. Boom. Nix feuern. Level 11. Level 8. Ich stelle dir ein Teammitglied vor, das sich sehr für die Welt der Bierproduktion engagiert. Es lernt schnell, achtet auf jeden Aspekt des Prozesses und ist dafür bekannt, dass eine kollaborative Atmosphäre fördert, um Meilensteine in der Produktion zu erreichen. Seine Anpassungsfähigkeit und unnachgiebige Motivation, seine beruflichen Ziele zu erreichen, zeichnen es aus. Alter, der klingt als Schwarzkriterier. Das ist auch nur 7,50 Euro Stunde, okay? Ich bin niemand, der sagt, ja, wenn der Palette vorne drauf ist und ich nicht aufpasse, nehme ich aber den Sack in die Hand, anstatt aufzusteigen. So, den finde ich jetzt wo?
Hey, Alter, hier, pass auf, du. Reinigung, genau. Nee. Ist jetzt in der Reinigung. Ist jetzt automatisch in der Reinigung, wenn ich ihm keinen Job gebe. Mal gucken, was er tut. Ach, das da! Ach, das da! Ernsthaft, jetzt habe ich 3 Müllsäcke rumstehen, guck! Jetzt ist nur noch 2. Aber hier kann man noch mehr reinigen. Und noch mehr reinigen, ach du Scheiße. Hier ist schon ein Upgrade. Entschuldigung, war schneller. Neues Tuning-Teil, Räder 3, okay. Mal gucken, was er tut. Gucken, was er tut, was ich übersehen habe. Hier ist Müll, oder? Dreck. Nee. Das ist Dreck? Es ist kein Dreck. Wo ist er hin? Hä? Na. Ist die Frage, ob Reinigen auch beinhaltet, dass er die Säcke weg. Nico regelt. Siehst du Nico? Du hast drauf geachtet. Da! Tatsache! Alter! Du machst das schon. Ich hab dich extra zum Reinigen eingestellt. Halt mal alles sauber hier. Motor aus. Jetzt schleppt ihr euch den Müllsack da rum, okay? Ich habe schon 2-mal vom Inspektor eine Strafe bekommen. Wenn ich die blöden Säcke nicht gesehen habe. Aber der ist nicht der schnellste, ne? Braucht ja schon mal einen Kaffee. Ich habe vorher hier hantiert, mit der Ansicht hier, bin da immer reingefahren. Ich meine, wofür gibt es die Ansicht sonst, ne? Also einfach R, zack, fertig. Oh, warte mal, erstmal die Palette darüber räumen. Zack. Oh, ich habe 3 Aufträge fertig. Warte. Aufträge, aber ich werde wieder Kohle. Money. Die Finanzspart, ja, so, ich muss aufräumen. Ja, wie meine Kinder. Ich muss aufräumen. Dö. Zack, Lieferung. Nein, Vertrag. 700, gib her. 830 und 770. Jetzt haben wir hier genug Kohle, ne? Hier 1000. Was war eben? Brauerei, nein, nicht Brauerei, Upgrades, Bauunternehmen, Abfüllraum, den brauchen wir, ne? Da brauchen wir die Abfüllanlage. Kaufen, jawohl. Wie sieht's denn hier aus? Und wo ist der? Ach du Scheiße, da hinten. Hier. Nö. Hä? Wo ist jetzt der Apfelraum? Hier drüben? Es gibt da noch einen Sack. 11 Müllsäcke! Jetzt müssen wir erstmal Kaffee holen. Hier sind nicht. Hä? Ja? Nö. Öffne den Eingang zum Abfüllraum. Ja, den suche ich gerade. Ja, ah. Auch nicht. Oh.
Dach? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Das haben wir ja gerade angezeigt hier, ne? Den Raum da drinne. Wo ist hier Schlüsselloch? Ich würde sagen, hier. Ach, Tatsache. Ach, du Scheiße. Wie sieht das denn hier aus? Öffne das linke Tor, okay. Bestelle eine Palette mit leeren Flaschen. Je mehr du brauchst, desto mehr wirst du brauchen. Brauchst, ach so. Ich kann sagen, ja, macht Sinn. Je mehr ich brauche, desto mehr brauche ich. Nein, je mehr ich braue, desto mehr brauche ich. Okay. Ach du Scheiße. Erstmal hier. Und noch ein Upgrade-Teil. Räder 4, okay. Und noch ein Teil. Grundstruktur. Gleich mal pimpen gehen, wa? Gabelstapler pimpen. Alter Schwede. Spoiler. Ufti bufti. Okay. Kommt das noch da aus der Brauerei? Hier rüber wird hier in die Flaschen gefüllt. Aha, aha, aha. So. Jetzt muss ich immer quer hier durchlaufen zu dem alten Container. Oh, nö. Ach du Scheiße, ich muss auf jeden Fall Kaffee holen. Weil nur einen Sack mitnehmen, obwohl er zwei Arme hat. Ja, guck mal, ich kann die 25 Meter werfen hier. So, ich hätte gerne Kaffee, damit ich sprinten kann. Dankeschön. Zack, und hier einmal die Mitarbeiter bezahlen. Und parallel noch hier dafür sorgen, dass hier... Ach du Scheiße, jetzt wird's Multitasking. Jetzt wird's Multitasking. Ich muss aber erstmal neue Bestellung machen. Ah, ich muss auch neue Aufträge annehmen, sehe ich gerade. Aufträge. Da. Rohmalz. 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 Und Lieferung. Ihre Bestellung 48. Ja. 96 bestellen. Ihre Bestellung 144. Oder fällt jetzt echt der Truck nicht mehr weg? Der Truck ist nicht mehr weg. Kannst du nicht alle Säcke auf eine Palette packen, also auf einmal wegfahren? Weiß ich nicht. Wäre auf jeden Fall ein Versuch wert. Mal los, fahr weg! Ich will nicht schon wieder neu laden. Ich bin eben da schon gegen gefahren. Vielleicht muss ich ihn andersrum schieben, wa? Dass er nicht mehr auf der Position steht, wo er mal stand. Dass er nicht wegfährt. Okay, das so klappt, glaube ich, nicht. Och ja, okay. Ah, da, da! Funktioniert! Er hat gerade die Tür zugemacht und fährt weg. Achso, jetzt stehe ich auch im Weg. Nee, jetzt fährt er da. Das habe ich leider auch viel gelesen, dass die KI ein bisschen dumm ist. Haben wir letztens bei dem Truck gesehen, der uns Wasser geliefert hat, ne? Jetzt kommt er die Ecke nicht rum. Boah, Alter, dein Ernst. Okay, jetzt ist die Kollision aus. Okay. Da kommt der nächste. Okay, hat funktioniert.
Okay. Jawohl, jawohl. Bitte einmal hier. Und jetzt Stress machen, ne? Bleibt wieder von der Seite aus, so. Okay, ja, aber das sind halt Bugs, die man sonst so ein Spieler hat am Anfang, ne? Ja. Gut, die stehen da rum, werden bezahlt und tun nichts. Oh, warte. Jetzt muss ich erst wieder abladen. So. Jetzt muss ich die aufladen und wegfahren. So. Schneller, also noch 12 Müllsäcke da. Wo bin ich? Hier bin ich. Nach da. Zack. Das ist auch keine leere Palette. Aber das konnte ich leer. Wo konnte ich den kaufen? Am Computer konnte ich den kaufen, ne? Aber wahrscheinlich muss ich aber jetzt einen Truck abladen, damit. Würde es Sinn machen, LKW abzuladen und aus die Sachen fix hinstellen und die neue Sachen. Ja, ob ich da ablade und nachher rausfahre und das hole oder direkt reinfahre, ne? Und dann da nur kurz einen Weg habe. Der Weg an sich war, glaube ich, immer der gleiche, ne? Und hat mal einen neuen Kaffee ziehen. Bei Bedarf direkt trinken kann. Weiß ich nicht, welche Reihenfolge da günstiger jetzt ist. Wo konnte ich eben die Paletten kaufen? Hier. Machen wir 5 leere Paletten. Das ist jetzt die Frage, was kommt als nächstes, ne? Jetzt steht ja erstmal der da mit dem Zeug geladen. Ja, wenn ich die Ablage am Hof stelle. Muss ich nachher rausfahren, das vom Hof holen, so fahre ich direkt rein und lager das noch dazwischen, ne? Weiß ich nicht, was sich da weniger kommt. Und Ihre Hallo erstmal, Hallöchen. Ich könnte versuchen, ich weiß nicht, ob das funktioniert, wenn ich hier noch diese Palettenplätze markiere. Wo ist es? Ob ich hier sagen kann, dass das Zeug dann auch auf die Palette, hier so 3 leere Paletten, dass die Paletten immer beladen werden und hier auch noch neue Paletten, Ladeplätze hinmachen kann. Weiß ich nicht, ob das geht. Dass ich quasi 3 Paletten hier erstmal hinstellen kann, dass ich die 3 Paletten abladen soll. Ihm hier kann ich nur Arbeitsplatz zuweisen, kann ich nur hier den Arbeitsplatz zuweisen. Wobei das auch mit der Palette verbunden ist, ne? Weiß ich nicht, ob er das dann von da holen würde, wenn da. Pass auf, schau ich mal aus. Ja, hier ist jetzt die Crushed Malt drauf, weil die Palette ist mit dem Ding hier verbunden, ne? Ist es so? Die Palette damit verbunden, ne? Das ist ja quasi, wenn da gecrushed noch rohes drauf wäre. Warte mal, probier mal aus. Warte mal, probier mal aus. Muss ich erstmal eine Palette haben? Learning Modul, genau. Bin ich wieder zu sehen. Dann lange ich da. Ja, du warst auch lange nicht da. Ich bin ja schon lange wieder da. Ich bin schon. Seit April letztes Jahr wieder regelmäßig spielen, ne? Ja, spielen uns. Pass auf, jetzt nehmen wir einfach mal hier eine runter. Jetzt würde ich gerne, jetzt kann ich nicht. Eben habe ich immer aus Versehen eine runtergenommen. Oh.
Gegenstand nehmen und hier drauflegen. Kann ich das? Nee, weil da schon die anderen drauf liegen. Oh nö. Oh nö. Warte. Gerade Keller runter. Oder hier passt die da noch drauf? Nee. Vielleicht kann ich hier mehrere Paletten direkt auf einmal als zum Abladen und zum Beladen einteilen. Ne, das ist schwer. Ja, also nicht gemischte Ware auf Palette legen. Entweder nur rohes Malz oder geschrotetes. Bunker hier, ey. Pass auf, zack. Geht der jetzt von da und holt. Jetzt geht der von da und holt das da weg. Okay. Also ich könnte hier so 3-4 Palettenladeplätze. Gut, natürlich nicht da hinten, also hier vorne dann, ne? Also ich stelle hier die vollen hin und dann schmeißt das immer weiter da oben. Ist nur die Frage, ja, wenn die voll ist, fällt das ja da daneben, ne? Da müsste ich ja auch noch 2 Plätze hinmachen. Und da muss ich gucken, wie ich das verknüpft kriege mit dem, wo ist das denn da drauf geschmissen? Jetzt kommt das gleich da raus, aber das ist scheiße. Weil die Palette ist voll. Das fällt dann daneben. Jetzt fällt das da hoch. Irgendwie. Aber fällt neben die Palette, weil die Palette voll ist. Kann ich nicht. Hier könnte ich wieder, oder hier? Ah, warte mal. Was ist das? Mit dem Palettenplatz kann ich nichts machen. Was kann ich denn hier machen? Da ist so Sicherheitsdinger dran basteln. Was ist das denn? Lol. Da hinten komme ich nicht dran. Okay. Hier auch noch. Okay. Aber wie kriege ich ihn jetzt dazu, den Ladeplatz dazu benutzen? Also da muss ich erst die Palette da hinstellen, wa? Warte. Ach, warte. Lass sie da stehen. Ja. Wie habe ich das denn damals gemacht, die Palette mit dem Arbeitsplatz zu verknüpfen? Das Menü kriege ich nur, wenn ich ihn anquatsche. Arbeitsplatz zuweisen. Ah, hier? Nee. Wo habe ich das mal gemacht? Dass die Palette da hinten oder der Arbeitsplatz da hinten da zugewiesen ist. Tab, ja. Ach, nur Tab? Mit dem Werkzeugding? Ja, Tab, ne? Wörterband, okay, oh, was ist das denn? Wörterband, Affen. Ich meine, ist der räumt der eigentlich weiter auf? Noch da der eine Typ? Immer noch 12 Müllsäcke da. Wo ist denn der? Räumt der dann noch weiter auf?
Wo ist der? Wo ist denn der dritte Mitarbeiter? Ja, Ihre, dann wüsste ich aber gerne, wie ich jetzt so eine Verknüpfung wieder aufhebe. Du sollst hier aufräumen. Hier aufräumen. Nee, nicht wieder weglaufen. Reinigung, hier. Das ist schon Level 2, okay. Reinigung, ja. Arbeiten, folgen. Folgt er mir die ganze Zeit. Ah, okay, jetzt hat er gecheckt, dass er die aufräumen soll. Hast du gesehen, den Müll, ja? Okay. Ah, hier. Oh, ja. So, danke. Ja, Konstantin, danke. Ja, ohne Werkzeugtab, genau. Hier, Tab, genau. Ah, ja. Bindung unterbrechen. Jawohl, so war das. Jetzt hier. Neue Verbindung. Und jetzt gehört das zusammen. Jawohl! Muss ich hier nur noch einen zweiten Abladeplatz haben? Geht das hier auch? Werkzeugkasten? Baumenü. Platz für Paletten kaufen. So. Werkzeugkasten wieder weg. Tab. Knüpfung. So, jetzt muss schon nur eine leere Palette haben, ne? Tack. F. So, lädt er das jetzt da auf? Nee. Das macht er leider nicht. Das ist doof, scheiße. Na klar, es fällt halt da raus. Oh. Gucken wir mal, warte mal, schauen wir die Palette da weg. Er läuft jetzt zu der Palette und lädt das auf. Klar, ist jetzt zwar langsamer, klar, weil er da einen weiteren Weg hat. Das neue Zeug, was da jetzt rauskommt, der steht da, hält nur den Knopf, ne? Oder muss ich jetzt noch einen dritten Arbeiter hin? Der eine hält nur den Knopf. Da brauche ich jetzt noch einen, der das da hinräumt. Und das fällt da einfach alles raus. Oh, ne. Festgefahren, super. Okay, warte, was stimmt das nicht? Das aufmachen. Jetzt muss ich erstmal das ganze Malz abladen, bevor ich schon mal eine Ladung mit dem bestellten der Paletten kommt, wa? Oh nö, Francis, du fehlst mir gerade noch. So, ja, jetzt ist das alles daneben gefallen. Haben wir natürlich nicht viel gewonnen, ne? Nicht viel gewonnen hier. Neue Verbindung. Ach, hier! Nee, wo muss das verbinden? Bestätige. Auswurf hat nur eins. Nee, hier auch getrunken nur eins. Der arbeitet am Auswurf.
ich die Verbindung aufhebe. Mitarbeiter betreuen. Arbeitsplatz zuweisen. Die Palette kann ich mir ja nicht zuweisen. Ich kann nur den Arbeitsplatz dazu weisen. Läuft. Wie das läuft. Was genau tut ihr jetzt? Achso, Francis, wo bist du? Komm her, kriegst du Müllsack von mir am Kopf. Super gut, dass ich selber nichts sehe mit dem Ding vom Kopf. Wo ist er hin? Da unten, hä? Ist bei mir drinne? Ist er schon drin oder was? Ist der unten? Da ist er. Ey, verpiss dich, Schörsche. Hä? Ist er denn? Jo! Oh, verzieh dich. Bang. Jawohl. Okay. Ja, ja. Spoiler. Achso, wollen wir auch mal gucken, ne? Pimp mal Gabelstapler. Ich komm zu nix gerade, Nee, Ameise bedienen können die gar nicht. Aber Zahl. Gabelstapler. So, wir haben Struktur. Oh, guck mal hier, so mit dem Überrollbügel. Ah! Haben wir eben freigeschaltet. Motor haben wir noch nicht. Oh, oh. Was ist das denn? Okay, Butan weiß ich. Propan haben wir gerade die ganze Zeit drauf. Turbo freischalten. Geschwindigkeit plus 25% Röstung. Und hier haben wir Geschwindigkeit plus 50% Turbo plus 25. Okay. Spoiler, keine Ahnung. Welcher ist schöner? Der ist ganz cool, ne? Spoiler 1. Räder haben wir auch neu freigeschaltet. Bin ich glaube plus 20% Turbo plus 5% plus. Okay. Wie geht denn der jetzt ab? Das hier war noch crushed. Muss nach unten. Warte mal. Stört mich jetzt hier. Ja, das stört mich doch noch viel mehr. Den Saal ist daneben gefallen. Nö. Ist auch schon wieder aufgebraucht. Ich will mal mein Bier verkaufen hier. Wir brauchen eine Apfelanlage. So, wir kaufen jetzt die Apfelanlage. Ne, wir haben immer noch 11 Milchsäcke da oben drin. Alter. Ja, holt die Milchsäcke da nicht raus. Wir müssen jetzt den Müll rausschaffen, Leute. Also mit dem B-Füllen, das klappt. Aber es ist die Palette hier weggebackt, ne? Wo ist denn jetzt die Palette hin? Ah. Spaß, da ist auch die leere Palette. Wenn ich die jetzt da hinlege, schmeißt man automatisch alles drauf oder klappt es nur mit dem Stapler? Ah, die Palette fällt drauf. Das Zeug sortiert sich von alleine da ein. Geil. Fehlen noch welche, ne? Wieso fehlen da noch jetzt welche? Oh, nein, ich will den Gabelstapler fahren.
Boah, ich will nichts von der Palette nehmen. Ich will den Gabelstapler fahren. Ja. Ich hab schon angelassen, das ist der Sprit alle. Hier ist die zweite Palette. Die Bugs. Die Bugs schlagen wieder um sich. Warte ich jetzt Gas holen. Warum räumt der eine nicht weiter auf? Folgen, zur Seite treten. Folgen. Oh, jetzt folgt er mir. Wenn man das fallen lässt, einfach was auf der Palette schleppen. Olaf, Hallöchen! Wenn du die immer da fallen lässt und sie einfach mit dem Gabelstapler beladen, das war schon. Boah. Aber ist ja so nicht vorgesehen, ne? So, du sollst hier aufräumen. Guck dich mal um hier. So, Reinigung, arbeiten. Jetzt geht's wieder weg. Oh, muss ich das alleine aufräumen hier? Ins Büro zurück, weil er nichts zu arbeiten hat, ne? Und schon wieder zwei fertige Aufträge. Ja, das ist hier wieder im Büro. Vertrag erledigt. Erledigt. Ja, was machst du mit ihm da jetzt? Jetzt habe ich schon angeheuert. Folgen, zur Seite treten, hier warten, im Büro warten. Reinigung, ja. Aber der wird sich schneller bewegen. Ich weiß es nicht. Guten Abend in die Runde, gleich mal zwei Fragen. Gibt es ein Endziel im Spiel? Wenn ja, wirst du das dann erreichen im Real Life? Selbstständig immer auf. Nee, Real Life, nee. Weil das ist im Real Life vorbei und nicht so billig, wie hier alles ist, ne? Wenn du irgendwie für 7,50 Euro eine anstellen kannst und hier für 1000 Euro eine Abfüllanlage kaufen kannst, ja, wenn das mal so. Das Ziel weiß ich nicht, das ist glaube ich immer all das im Spiel, ne? Denke ich mal. Irgendwann wird es schon Ende sein. Ich wollte Gas holen gehen. Geld scheffeln. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Wir haben ja hier noch gar nichts. Ich laufe schon wieder falsch rum. Oh, Kaffee. Für mich ist das Endziel im Spiel erstmal Spaß haben. Den habe ich hier. Auch mit den Bugs. Sei es drum. Lass mir den Kaffee hier trinken. Der ist schon kalt. Egal. Zack. Schon 19. Mal sprinten, jawohl. Ich komme gerade ein bisschen durcheinander wieder mit allem, ne? So, was mache ich jetzt hier? Ganz verschwahren. Ah, erstmal so, genau. Erstmal so. Ist die voll da oder ist die leer? Was ist das für Zeug? Das ist Raw Malt, okay. Du bist Raw. Dann kommst du auf die Palette hier. Genau. Ihr seid auch Raw Malt, okay? Also mit den zwei Palettenstationen weiß ich nicht. Funktioniert nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Funktioniert nicht so ganz, wie ich mir vorgestellt habe. Ja. Ja, ne? Ja. Da war das mit der, ich stell ab und lad dann neu dahin, glaube ich, die bessere Taktik gewesen, ne? Das funktioniert gerade nicht so, wie es soll.
Nee, zum Beispiel versuche abzustellen. Nein. Jetzt häng ich fest. Das funktioniert nicht so, wie ich das wollte. Das wieder wegmachen? Kann ich das wieder abreißen hier? Die Stelle hier, Objekt bewegen, okay. Keine Ahnung hier. Irgendwo. Aber dann funktioniert das. Irgendwas funktioniert, ne? Als da noch keine Palettenablagestelle war. Kann ich die Paletten dann alles in Ruhe abstellen? Nee, jetzt auch nicht mehr. Hier ist gar nichts nah an der Realität, oder? Hier ist gar nichts nah an der Realität. Guck dir das an hier, guck dir das an hier. Aber Gabelstapler kann ich wahrscheinlich fahren morgen. So, pass auf, jetzt nehmen wir hier leere Palette. Leere Paletten kann ich gar nicht aufladen. Also nicht mit R. So, müssen wir dann jetzt doch in den hier machen. Nee, ich wollte nicht aussteigen. Nein! V will ich drücken, nicht C. Genau. Oh, doch, geht wohl. Lol. So, pass auf. Weißt du, wie wir die Palette ganz schnell beladen bekommen? Palette voll. Ist die schon voll? Nee, da passt noch Zeug drauf, ne? Genau, und zwar das Zeug, was da auf der Palette da drauf ist. Ja, weiß ich nicht. Funktioniert nicht so, wie ich es gedacht habe. Ich muss ja den gelben Bereich abstellen, ne? Oh, warte. Dass wir neue Aufträge annehmen. Annehmen, bestätigen. Jawohl. Das habe ich jetzt erstmal drüben aufräumen. Scheiß aufs Geld. Erstmal hier Motor ausmachen. Genau. So, wir müssen, weil der eine gesagt hat, das schafft es anscheinend nicht. Wir müssen die Abfüllanlage erstmal aufräumen. Stelle eine Palette mit leeren Flaschen. Nee, erstmal räume ich hier auf. Wenn ich das hier reinschmeiße, meinst du, der holt das, wenn ich das hier reinschmeiße? Erkennt ihr jetzt, dass das hier Müll liegt? Digga, du sollst reinigen, aufräumen, Müll und Müllsäcke beseitigen. Weißt du, was das ist? Hier, das ist Müll. Guck, das ist Müll. Weißt du, was Müll ist? Alter! Hier warten. Müll da reinigen. Reinigung. Ich kann nicht auf Reinigung draufklicken, das verwirrt mich gerade so ein bisschen. Weil eben, als ich ihm keinen Arbeitsplatz gegeben hat, ist er ja rumgerannt und hat aufgeräumt, ne? Direkt Abmahnung, ja.
Man, der hat ja eben ein bisschen aufgeräumt. Da hat ja eben durchaus so ein bisschen hier die Müllsäcke. Da hat er die Müllsäcke gefunden, die ich nicht wusste, wo die sind. Aber ich kann hier Reinigung nicht anklicken. Arbeitsplatz zuweisen kann ich machen. Und dann kann ich dem halt hier... Muss ich mir vielleicht einen Besen geben? Nee. Hat eben nur die Säcke rausgetragen. Maschinenplatz, leerer Platz, verbundener Platz, nicht bearbeitbarer Platz. Angeschlossene oder gültige Verbindung, nicht bearbeiteter Link, fertige oder ungültige Verbindung, Mitarbeiterverbindung. Was heißt Mitarbeiterverbindung? Hier kann nur einer arbeiten, hier kann ich nicht verbinden. Auch nicht. Hier könnte ich sogar zweimal zum Einladen einteilen. Aber nützlich, wenn hier nur einer arbeiten kann. Ah, wenn ich sage, hier warten, dann wartet er hier, okay? Aber warum trotzdem Müll nicht weg? Weißt du, wenn du die Säcke schon angefasst hast? Weißt du, so buggy ist das Game? Ja, anscheinend. Folgen. Aber wenn ich jetzt da hinten abstelle, dann... Wie hat er denn eben hier einen Sack mitgenommen? Er hat eben hier einen Sack mitgenommen. Vor allem ist es nicht gerade der schnellste, ne? Ist der Konstantin noch da? Weiß der vielleicht was? Ich dazu kriege, hier aufzuräumen. So, Mitarbeiter betreuen. Hier warten. Dann wartet er hier. Und ich kann halt nicht auf Reinigung arbeiten. Ja, Reinigung. Arbeiten. Jetzt rennt er wieder weg. Gut, ich muss selber aufräumen. Achlenken. Oder war das, war der Raum noch nicht in Betrieb? Ist, soll ich wirklich hier Abfüllanrichtung erst in Betrieb nehmen? Ich weiß es nicht. Bang, getroffen. Pass auf. Stellen Sie eine, bestellen eine Palette mit leeren Flaschen. Je mehr du brauchst, desto mehr brauchst. Desto mehr brauchst du. Genau. Lieferung. Wo kriegst du denn jetzt leere Flaschen her? Ah, hier geht's noch weiter. Leere Flaschen. 6 Flaschen pro Einheit. Kostet jede Flasche $1? Komm, bestellen wir hier die Palette voll. 144 bestellen. Aber ich befürchte, ich muss jetzt erst den Restrost abladen, damit der nächste Truck kommt. Ich habe immer nur Paletten bestellt, ne? Immer noch keine Hupe. Chaos, meine Güte, pass mal auf, warte mal, müssen wir erstmal hier. Jetzt geht sie hier noch drauf, warte mal, hier komm, ich mach so noch was drauf. So, jetzt haben wir Paletten zu viel, super. Das muss ich jetzt so. So.
Mal so schnell. Da ist der Turbo cool zum Hohen runter machen, okay? So. Das ist leer, ne? Der verpackt jetzt, ne? Nee, ach, das ist schon der nächste Truck, okay. Ah, das ist der nächste Truck. Turbo. Ja, wie kriegst du die Maschine schneller? Ah, vielleicht. Warte. Kann ich vielleicht einstellen, den Turboknopf zu ziehen? Wenn er schon dumm rumsteht, wo ist er? Büro. Kannst du da hinten den Turboknopf ziehen, damit der eine etwas schneller arbeitet? Alter, dass du heute Säcke zusammengebunden hast. Ich muss den ganzen Vorder haben. Ja! Ich meine, die stehen ja da rum, die müssen nur weggeräumt werden, ne? So, räumt ihr jetzt. Auf Wiedersehen! Auf zu winken, oder? Sonst bricht der Arm ab! Was haben wir schon zu spät? Oh, Rainer, gute Nacht. Ja, ich hab zu spät angefangen, ne? Räumt ihr jetzt mit drauf oder drückt nicht den Turboknopf, okay. Jetzt ist es trotzdem schneller? Ja, ein bisschen, ne? Weil ich kann ja hier mich da hinstellen, Turboknopf ziehen, damit das hier schneller geht. Ich hab gedacht, es kann der andere, damit das Fließband schneller läuft. Oh, die packen das trotzdem aufeinander, okay. So aufpassen, dass die Maschine nicht verstopft. Müssen wir aufpassen, dass die Maschine nicht verstopft. Neuen Kaffee? Ja, neuen Kaffee. Das ist auch cool gemacht, dass man so einen Kaffee hier ziehen muss, wenn man mit einer sprinten kann. Eigentlich ein cooles Gimmick. Verträge annehmen. Oh, Smalzkorn, oh, Smalzkorn. Du musst aufpassen, dass ich gleich die neuen Verträge kriege, ne? Wenn ich denn neu, ich weiß es ja gar nicht. Getroffen? Jawohl. So. Weiter abladen. Ich habe eben auch eine Palette mit Paletten bestellt und dann habe ich noch eine Palette gerade oder hier eine Bierflaschen bestellt. Oh, oh. Nix gut, nix gut. Ja, ja, nix gut. Hui. Ja. Fahrzeug zurücksetzen. Ja. Zum Glück haben die Entwickler eine Entbug-Funktion eingebaut. War doch gerade grün, das Ding. Komm, gib Palette. Hast du auch eine Palette? Ja, hast du auch eine Palette da drin. Aha, okay. Ah, genau. Tür zu, war weg. Ja, oh, wieder zurück, Rezept. Ja, wenn das mit dem Ausladen genauso funktionieren würde. Also mit dem Aufladen hier von den Paletten, das ist auch zweimal da. Ah, leider nein. Vielleicht kommt das später noch, vielleicht. Wenn die Maschine abgegradet ist oder so. Damit man lachen kann. So, jetzt müssen wir erst wieder leer. Oh, warte. Welcher war jetzt der? Der Lee im Level 2, genau.
Reinigung. Jetzt kann ich Reinigung anklicken. Okay, arbeiten. Ach lol, jetzt rennt er da. Jetzt sollte er eigentlich die Säcke hier wegmachen. Und er rennt wieder ins Büro, ne? Er rennt wieder ins Büro. Alter. Wie schlecht bist du? Wie schlecht wollen sie sein? Nico. Ne, Liam. Wie hat er denn geschrieben? Nico regelt. Das ist Ethan. Das ist Level 9. Ja, Palette. Oh, nee. Oh, jawohl. Stapler. Aufladen. Sind doch die Säcke auf dem Ball, auf den anderen sauber machen. Ja, meinst du, das klappt? Meinst du, der andere kann sauber machen? Meinst du, wenn ich dem jetzt sage, das soll reinigen? Meinst du, der kann reinigen? Wäre da auch ins Büro. Die erkennen den Müll nicht. Die erkennen den Müll nicht. Ach, jetzt kommen sie beide gelaufen. Mit Arbeitskräften macht man lieber als alleine. So sieht's aus. Wer bist du denn? Nee, du sollst jetzt hier, du sollst hier arbeiten. Du hast keine ganzzeitige Arbeit. Du kannst hier weiterarbeiten. Jetzt rennt der. Was jetzt? Hast du gesehen, dass der Müll liegt, ja? Fenster! Hast du gesehen, ja? Aha, aha. Ich habe schon wieder zwei Aufträge fertig, gar nicht mitgekriegt. Bestätigen. Warum dreht er sich immer? So, es läuft. Bitte. Bitte. So. Du lädst da drauf, du lädst da raus. Der eine rollt hoffentlich den Müll weg. Jetzt geht er wieder ins Büro. Muss ich ihm den Müll vor die Füße werfen, dass er ihn sieht? Ach, jetzt gehst du jedes Mal ins Büro zurück erst? Ja, stand ja in dem hier in dem Fahrplan drin, ne? Hier, da, dass die KI verbessert werden soll, ne? Verbesserung der KI. Ich hoffe, die verbessern die KI. Das ist ja mal hier, das ist ja mal. Aber er tut was. Hallo, Herr Sommal. Na, und ist das der Mitarbeiter, der so begabt im Bierbrauen ist? Oder der auch als Reinigungs. Ich habe eben einen frischen eingestellt. Da stand nur bei, dass der alles tun wird dafür. Haupt, gerade kann ich gelesen, sorry. Keine Ahnung, ob der Text darauf einen Einfluss hat. Sehe ich das im Computer? Man hat ja keinen Bock auf Reinigungsarbeiten. Also bezahlen, genau. Das ist der gerade reinigen soll. Wir stellen dir ein Teammitglied vor, das sich sehr für die Welt der Bierproduktion engagiert. Es lernt. Oh, was wird das für ein Text, ne? Auf jeden Aspekt des Prozesses und ist dafür bekannt, dass er eine kollaborative Atmosphäre fördert. Na, stand bei dem einen denn dabei, aber der räumt gerne auf, oder was? Begeisterter Bierbrauer, Einzelleidenschaft, gepaart mit Adlerauge, Qualitätskontrolle. Meinst du, soll den einsetzen, sauber machen?
Außer eine ultimative Teamplay und Mitarbeiter ist leidenschaftlich und zieht strebisch und brennt darauf. Alles über die Bioproduktion zu lernen. Ja, weiß nicht, ob man da rauslesen kann, ob die auch aufräumen wollen. Was hat er denn für einen Text? Wenn er diesen Mitarbeiter kennt, dessen Leidenschaft für die Bioproduktion ansteckend ist. Er hat ein natürliches Talent, sich schnell Fertigkeiten anzueignen, einen scharfen Blick für Details und einen kollaborativen Geist, der beim Erreichen der Produktionsziele glänzt. Mit Flexibilität und einer unermüdlichen Arbeitsmoral ist er entschlossen, sich der Branche einen Namen zu machen. Ist er jetzt nicht raus, dass einer irgendwie prädestinierter wäre fürs Reinigen als das andere? Guck mal, jetzt rennt er aber die ganze Zeit rum und räumt den Müll weg, okay? Frage ist nur, was tut er, wenn die Säcke jetzt hier wieder weg sind? Weil eigentlich sollte der da drüben meine Abfüllstation. Okay. Er arbeitet weiter. Geht er jetzt rüber in die Abfüllstation und macht da sauber? Jawohl! Nee, wo rennt er hin? Der soll da rüber, das andere Gebäude. Ja, scheiß Wegfindung, aber ja. Jetzt rennt er auch hier rüber und macht sauber. Der stand gerade die ganze Zeit im Büro dumm rum. Oder weil ich wieder mit den Lohnzahlungen im Rückstand war und der dann direkt aufhört, wenn er einmal keinen Lohn bekommen hat. Ich weiß es nicht. Pass auf, jetzt haben wir hier schon wieder was fertig. Jetzt hab ich schon wieder den Motor laufen lassen. Oh, nö. Was hat denn er noch dabei? Ich habe eben leere Flaschen bestellt. Ja. Hast du die leere Flaschen? Ja, du hast die Flaschen dabei. Okay, cool. Was ist das hier? LKW entladen. Lol. Aha, du musst die Palette mit dem Fahrzeug nehmen. Guck, die Palette könnte ich so rausschmeißen, okay? Die brauche ich jetzt gar nicht mehr, ne? Verträge. Ich wollte Malzkorn haben, Malzkorn. Wenn der jetzt rennt und aufräumt, ist mir alles recht. Ich wollte die Gaswasche holen, ne? Nimm zurück. Ja, schlechter Arbeitgeber. Ja. Kenn ich. Bin ich ja froh, dass ich so einen guten Arbeitgeber habe. Schon immer am 25. Mal Geldstammkonto. Nein, jetzt nimmt er jede Palette. Ich wollte die unterste. Nein, das ist recht nicht. Nein. Okay. Kann ich wieder hoch noch runter machen, noch wollen wir zurückwärts fahren? Nein. Achso, erstmal Motor anmachen. Jetzt hab ich einmal gedacht, den Motor auszumachen, wa? So, rückwärts, so rum, vorwärts. Ja. Wo stehe ich jetzt hin? Auf, geht das? Ja, so, irgendwie so. Ja, nein, so nicht. Warte. Ach, die kann man nur zu fünft stapeln? Ach, nö.
Ja, ja, ja. Ja, ja. Bugs macht das Spiel unterhaltsam. Genau. falsch. Doch. Doch, hä? Nee. Wo fahr ich hin? Alter, wo fahr ich hin? Orientierungslos, ich bin. Hala. Jawohl, tschüss. Nein, nein, nein! Ja, es ist Jetzt habe ich da noch eine leere Packung. Okay. Ah, du runter, auf, drauf, so. So, 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 absetzen. Aber der räumt auf da, der eine, ne? Immerhin. Was ist da schon eine Palette mit Flaschen? Ach so, wähle das gespeicherte Bier und starte die Maschine. Erst muss ich wahrscheinlich die Flasche irgendwo hinbringen, ne? Alter, wenn du den Turbo anmachst, Junge, der war nie, Alter. Oh, da kannst du gar nicht gucken. Wähle das gespeicherte Bier und starte die Maschine. Aber nicht hier, okay. Hier, Apfelmanager. Produktionseinstellungen. Starten. Stopp. Tankname. F-Use. Okay. Muss ich erst... Das Ausrufezeichen ist da unten. Machen wir erst den Motor aus hier. Danke. Wahrscheinlich wieder kein Gas. Geschlafen. Jo, nette Nachti. Ich guck mal, dass ich hier endlich mal mein erstes Bier verkauft krieg und nicht nur die ganze Zeit hier gepresstes Malz verkaufen muss. Weil ich hab zwar jetzt 4800, aber wir messen natürlich, wenn ich nochmal Brauerei-Style-mäßig. Ich glaube, ich muss ein Computer, wa? Wo ist denn jetzt das Ausrufezeichen? Wo soll ich hingehen? Ja, hier. F. Und dann? Stopp, kann ich klicken. Rezept Gebräu. Gelagerte Menge 70 Liter. Apfelmenge 0. Produktionseinstellung. Aber jetzt kann ich hier nichts machen. Okay. Lager aus. Ach, jetzt muss ich echt die Knöpfe hier drücken. Storage Name. Okay. Bestätigen. Starten. Warte, bis die Maschine mindestens eine Charge abgefüllt hat. Du musst leere Flaschen an den Eingang der Maschine stellen. Aha. Auspacken. Oh, ich fülle mal das Bier ab. Yeah. Oh, Deckel drauf. Zack, zack, zack. Jawohl.
Wing! Kauf und platziere eine Apfelmaschine. Habe ich doch gerade. Nein? Ich stimmt, ich habe nur den Raum hier gekauft, ne? Made from Beer Factory, okay. Ja, das Logo kann ich auch selber entwerfen. Auch vor Platz hier eine Apfelmaschine. Was macht der? Jetzt. Okay. Ach ja. Apfelmaschine. Auf. Ich hab doch schon zwei Stück hier stehen, oder nicht? Okay, jetzt habe ich drei. Die steht falsch rum. Die steht falsch rum. Weisen Sie einen Mitarbeiter der Apfelmaschine zu. Ja. Feeling Machine. Ekel, das ist süß, okay. Hier ist nur ein Müllsack, den kann ich selber wegräumen, ne? Wo ist denn der? Hä? Hier war eben noch ein Müllsack. Oder trägt er den gerade? Ja, ich weiß, ich hab nichts zu arbeiten. Ja, alles gut. Nina! Bin da! Grüße! Da läuft er. Jetzt haben wir keinen Müllsack mehr. Pass auf, hier, du musst jetzt an der Apfelmaschine musst du arbeiten. Komm mal mit. Hier, du musst Arbeitsplatz zuweisen. Apfelmaschine. Da hinten musst du arbeiten. Liegt das hier? Ja, da. Da. Kann er nicht. Bist du vom Level noch so low? Oder kann er nur an der, die ich gerade gebaut habe? Nö. Kann sich um die Brautanks kümmern. Mit dem nächsten Level aber erst. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was ich bei den anderen alles verpasst habe, ne? Dann muss der jetzt die Maschine befüllen und ich glaube, der da befüllt, der ist schon am Level, vom Level am höchsten, ne? Was ist hier passiert? Nö! Warum ist die Palette wieder weggepackt? Nee. So, fallt mal alle da drauf, bitte. Oh. Haben wir alle. Jo. Was für Level hast du hier? Oh, nächster Upgrade wird nie mehr faul sein, okay? Ja, wenn wir jetzt sehen könnte, was der alles kann, ne? Der ist jetzt Level 9. Ich glaube, der hier ist Level 11 oder 12 oder so mittlerweile, ne? Der ist, der kann gar kein Upgrade mehr haben, okay. Der kann kein Upgrade mehr haben, dann ist er wahrscheinlich Max-Level, oder? Ist der Max-Level? 12 dann oder so, ne? Man muss die erst einstellen, da könnt ihr erstmal nur gar nichts tun und dann bewegen die sich schneller und dann könnt ihr die nächste Maschine bedienen. Mitarbeiter. Level 4. Und den kannst du noch einstellen, Level 1. Level 9. Ich bin aber nicht dabei, was er kann, ne? Der ist Level 11. Level 11 scheint Max-Level zu sein. Derek. Da muss der Derek jetzt an die Apfelmaschine, ne?
Musste Derek an die Apfelmaschine. Ja, aber es sah krass aus. Ich habe nur das eine Gebäude da noch gekauft und gerade eben die Apfelmaschine. Mir hat schon Abend noch nicht geschafft. Ich musste erstmal Geld scheffeln. So, Arbeitsplatz zuweisen. Gucken wir mal, ob der jetzt da hinten in der Apfelmaschine arbeiten kann. Ich habe bis jetzt noch kein einziges Bier verkauft. Die ganze Zeit nur geschroteten Malz. Das Gebäude habe ich eben gekauft für 2000 und gerade die Maschine dafür 1000. Und der kann jetzt hier aber arbeiten, ja? Der kann hier arbeiten, okay. Gehe zum Computer und schalte die Docks mit dem globalen Markt frei, die zusammenkommen. Nein, jetzt... Och, jetzt eher auch noch. Was habe ich zum Werfen? Ich habe nichts zum Werfen. Ich habe keinen Müllsack zum Werfen hier, ne? Wollte gerade fragen, ob es schon eine Flasche Francis Chimmy-Bier gibt. Nee. Ich muss Francis wieder vertreiben. Dann werfe ich jetzt den Sack hier nach dem. Hier, hast du geschrotetes Malz. Bang! Nee, doch nicht, okay. Warte. Wo bist du, Ninja? Ja, bang! Zack, an Kopf geschmissen. Jawohl. Boah, eine Ninja, guck mal. Also ein Gimmick hier im Spiel, ne? Dass das immer dieser Landstreicher hier auftaucht. Nur wenn man besiegen. Gibt uns Gimmick für den Stapler. Jawohl. Okay, I got it. I'm leaving. Räder 5, okay. Dann noch schneller fahren, wa? So, gehe zum Computer und schalte die Docks mit dem globalen Markt frei, die zusammenkommen. Den Satz verstehe ich nicht ganz, aber irgendwas muss zusammenkommen. Es muss zusammenkommen, was zusammenkommen muss, ne? Ich muss erstmal gucken. Jetzt muss ich den einen Typen wieder einen Job geben. Was natürlich keinen mehr, der sauber macht, ne? Ich brauche einen neuen Kaffee, ich kann wieder nicht sprinten. Kaffee. Ja, und es gibt hier keinen Tag-Nacht oder was, ne? Man startet das Game und in einer Tour spielt man einfach durch. Oben läuft halt die Zeit, wann ich wieder Lohn bezahlen muss. Oh, neuen Kaffee ziehen, so. Halte die Docks frei. Ja, Dock. Import, Export und Weltmarkt. 2500. Boah, die habe ich gerade so noch, ne? 3,8 habe ich. Okay, das ist wofür gut? Baue mindestens 5 Lager an den Docks. Du brauchst viele. Aha. Lager. Wo sind die Docks denn jetzt? Was habe ich jetzt Neues freigeschaltet? Es wird immer noch kein Bier verkauft. Das wird eine Kiste. Tuning-Teil V8. Ein V8-Motor für den Gabelstapler. What? So, ja, du machst Bier, aber du machst kein Bier, ne? Warte, muss ich dir jetzt hier... schon dahin stellen. Und was macht er dann? Ach warte, ich muss hier bestimmt so eine Zone hinstellen, wa? Warte. Nein, nicht greifen. Warte. Fahrzeug fahren. Rückwärts. Absteigen. Baumenü. Platz.
kann ich keinen Palettenplatz machen. Ich dachte, ich müsste die Palette mit den Flaschen hinstellen. Anscheinend nicht, okay. Ja, aber wie bringe ich ihn dazu? Flaschen da drauf zu stellen. Weil wenn ich die Flaschen da drauf stellen muss, dann ist es ja, das ist ja sinnlos. Dann brauchst du hier keinen Arbeiter. Ja, dekorativ ist ja wirklich schon dekorativ, ne? Zone hin, Flaschen rauf und verbinden. Genau, Zone hin, Flaschen drauf. Ja, aber ich kann ja gar keine Zone bauen. Aber die Flaschen immer von drinnen holen gehen. Apfelmaschine. Ich kann auch von der Apfelmaschine nichts verbinden. Doch, da, warte. Nee, da kann ich einen Arbeiter. Warte. Nee. Neue Verbindung. Jetzt steht der genau davor. Super. Ich konnte gerade hier keine Platz für Palette kaufen. Ich kann hier nirgendwo so einen Palettenplatz hinbauen. Draußen erst recht nicht. Vielleicht direkt anstellen. Ja, also wenn das ein vorgesehener Stellplatz für die Palette ist, muss ich eigentlich so eine Ladezone dahin bauen. Ich kann hier in dem ganzen Gebäude so eine Ladezone nicht bauen. Ne, so wie bei der einen Maschine auch. Habe ich die Ladezone, habe das verknüpft, habe gesagt, du holst da das raus und machst das in die Maschine rein. Aber hier kann ich die Ladezone nicht bauen. Ist immer so. Palettenzone bauen und Palette drauf. Ja, ja, aber hier, ich kann keine Palettenzone bauen. Muss ich die drüben hier, da muss ich die Leerflaschen von da hinten holen gehen oder was? Dann muss ich hier eine Palettenzone hinbauen. Dass sich die Paletten, dass sich die Flaschen hier wegholt. Stapler rausfahren, hab schon was. Haben wir gerade extra schon zurückgesetzt. Da. Wird ich bin. Ich hab hier schon fertiges Bier, aber ich weiß nicht wohin damit, ne? Da hier, zwei Kartons mittlerweile. Oder ich muss erst das Ding, die Quest erledigen. Baue mindestens 5 Lager an den Docks. Ich habe nicht umsonst das Ausrufezeichen jetzt. Machen wir einfach, was das Spiel von mir will. Achso, am Computer baue ich das oder was? Globaler Markt. Nächster kursierende Marktpreise: Weltmarkt, Dockmarkt, Dockmanager und Vertrieb, okay. Was? Okay. Rohmalz sinkt im Preis. Das kann ich jetzt hier Rohmalz kaufen? Bin ich mir auf meine örtlichen Lieferanten angewiesen, wa? Ach du Scheiße. Jetzt haben wir gleich halb eins. Ich hab keinen Bock, Lust zu machen. Ja. Was habe ich denn jetzt hier freigeschaltet? Rohmalz 0,72. Quatsch, 7,2 pro Einheit. Da war ich mal billiger. Nee, 10. Ich habe für 10 bisher eingekauft, ne? Und ich habe der Preis dann dran. Minus 27,5%. Dockmanager. Vergewissere dich, dass eine Rampe verfügbar ist. Bestelle einen LKW, fülle den LKW-Anhänger mit allem, was du willst. Komm zurück und bestelle einen LKW, um deine Ware zu verkaufen. Kosten
Ordnen 100. Lastwagen bestellen. Verfügbar, verfügbar. 3. Aber da stand, ich soll 5 Stück bauen, ne? Aber wo? Dock. Kann ich nicht nochmal kaufen, okay. Ziel. Baue mindestens 5 Lager an den Docks. Du brauchst viele. Lagerplatte, leere Flaschen. Exportiere 591 Liter von Gebräu. Das ist ein Auftrag, oder was? Time Limit? Ja, nee, schaffe ich ja nicht. Dock Manager. Hier das? Lastwagen bestellen. Ist das damit gemeint? Im Video war es unten. Was? In welchem Video? Vielleicht, im Video war es unten. Also jetzt werde ich gerade aus der Beschreibung nicht schlau. Baue mindestens 5 Lager an den Docks. Du brauchst viele. Das, was ich hier machen kann, ist Ware exportieren. Stelle ein LKW, aber das kostet mich dann 100 Kostordnen. Ich mache einfach mal Lastwagen bestellen. Export verfügbar. Aber ich kann keine 5, wir sind 1, 2, 3. Ich würde doch gerne aber wo ist der LKW denn jetzt? Beziehungsweise, wo sind meine Docks? Weil das Ausrufezeichen zeigt auf dem Computer. Habe ich hier jetzt noch irgendwas Neues? Oh, Parking? Hier komme ich nicht weiter, okay. Hier ist es auch auf. Ach. Ach so, jetzt steht hier ein LKW. Okay, ah, okay, jetzt habe ich den LKW hingeordert. Okay. Hier ist noch ein Pausenraum. Okay. Auch alles für die Katz. Okay. Ja, was ist das? Ach, ich kann jetzt noch einen Computer benutzen. Hä? Lol, hier habe ich noch einen Computer. Okay. Und hier auch. Nee, was ist das denn? Krangeschwindigkeit anpassen, Kamerawechsel, Kran heben, Palette anbringen, Palette abnehmen. What? Ich weiß ja sonst nicht, wie ich mir Bier verkaufen kann. Ich kann nicht runterspringen, ja geil. Also hier habe ich jetzt den LKW hinbestellt, den kann ich jetzt beladen, aber womit? Kann ja auch nicht sein, dass ich hier die leeren Flaschen da selber manuell draufpacken muss. Alter, wie sieht's ja eigentlich aus? Ach so, ist gar nicht schmutzig, okay. Gehört das so. Das ist gerade nicht mehr selbsterklärend, das Game. Palettenplatz kann ich immer noch keinen bauen. Auch nicht ganz nah dran, nirgendwo hin. Es sah so aus, als ob unten war. Hast du das Video gerade nicht gesehen? Da wurde der Kran gezeigt. Nö. Ehrlich gesagt, nö. Normalerweise baust du Palettenplätze an den Ampelstationen. Ja, geht aber nicht. Interessiert mich jetzt nur. Ich muss leider zum Ende kommen. Das ist das, was mich gerade am meisten ärgert.
zum Ende kommen muss. Nö. Muss ich wieder alles aufschließen. Ach so, die Arbeitszeit fängt gleich wieder an, okay. Weil da schon der Arbeiter dran steht, kann es ja nicht sein, oder? Achso, du merkst, das Werkzeug nicht geholt. Eine Palette, ich, nee, damit die Palette funktioniert, muss die Palette erst mit der Arbeitsstation verknüpfen, normalerweise. Ja, hier bei dem Ding hier. Ja, da muss ich hier genau sagen, was hier womit verknüpft ist, wo der wie was wegholen soll, wo der wie was benutzen soll. Warte mal, die Verknüpfung kann man übrigens aufheben hier. Ja, dann kommt das Ding hier, X, wenn wir dann unterbrechen. Und dann holt er dann von den Paletten, die verknüpft sind, das Zeug und schmeißt es da rein. Und das hat ja auch nicht funktioniert, dass er das da dran macht. Werkzeugkasten brauche ich. Und einen Kaffee. Zack. Wischlappen. Eine Wischlappen. Achso, muss ich das wegtun. Kaffee. Will sprinten. Doof, doof, doof. Ja, ist halt Early Access, ist auch noch sehr buglastig, leider. Jetzt sind wir schon mal 9. Aber jetzt geht's mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Nö, nur noch alles rot. Da! Okay. Jetzt geht. Aber jetzt sind die Kisten weg. Ich habe eben zwei fertige Kisten Bier gehabt. Stapler! Jetzt muss ich die Kiste erst hier, Palette erst wegfahren. Sonst kann ich hier nichts hinbauen. Nö. Ja, gleich geht's. Ich muss die Zone markieren und dann die Palette da hinstellen und dann die Palette mit der Maschine verknüpfen und dann weiß er genau, ah, da so aus dem Palettenstellplatz soll ich das Zeug wegnehmen. Oh Gott, der ist so schnell mittlerweile, das Ding hier. Oh, genau. Turbo zünden ist immer kritisch jetzt. Oh, scheiße, hab ich nicht aufgemacht. Du sollst die leere Palette damit nehmen, hallo? Staplerfahren will gelernt sein. Staplerfahren will gelernt sein. Bin falsch hier, ne? Das ist hier, genau, hier ist der LKW. Ah, da hinten. Ja. Jetzt steht er davor. Jetzt steht er davor.
kann den Arbeiter auch nicht ansprechen. Doch, da. Folgen. Hier warten. Verbindung. Ja. Arbeiten. Und? Ja! Oh, jetzt müsste die leere Palette, muss da. Oh, ist das schnell, guck mal. Die Flaschen da drauf. Aber einen Arbeiter an mehrere Maschinen kann man nicht stellen. Ne? Ist da, überall Karton hinstellt. Mal gucken, die fallen jetzt hier. Ja, aber die zwei Kartons, die eben fertig waren, sind jetzt weg, ne? Oder was oder wie? Fuck. Obwohl. Was du auch noch ins Spiel reinmachen müsstest, dass du die Maschinen warten musst oder sowas, ne? Zurzeit, man kauft die Dinger ein, ja, das hat noch so viel Potenzial, das Spiel. Ne? Dass die Maschinen kaputt gehen können, dass die Maschinen upgraden kann, dass sie schneller laufen. Doch, da ist noch Potenzial im Spiel. Vielleicht jetzt hat die da Flaschen drauf und dann fallen die da hinten auf die Palette. Das ist cool. Oha, stimmt mir viel Bier ab. Ja, ich hab's gerade rausgefunden, wie es geht, endlich. Habe ich nur nicht mehr viel Chemiebräu übrig, ne? Ein Lager ausgewählt. Ja, mein Bier ist gleich, glaube ich, alle. Bleibt die da stehen, die Maschine? Muss ich nicht viel. Wie viel ich noch habe? Tanknahme, Rezept, gelagerte Menge, okay. Stopp. Produktionseinstellung. Doch, 28 Liter haben wir noch. 28 Liter habe ich noch, da 27. Achso, man muss auch nochmal neu dran gehen. Apfelmenge 103, 105, okay. Zack, 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 jawohl. Aber was mache ich jetzt mit dem fertigen Bier? Das ist ja die nächste Frage, ne? Das ist jetzt am Computer neue Aufträge. Dass das einer Bier bestellt und nicht nur geschroteten Scheiß hier. Ja, die tun wieder gar nichts, ich weiß. Aber wir haben jetzt ein neues Level im Spiel erreicht. Mit Mark. Achso, die haben wir übrigens schon fertig. Der will Zecke mit Malzkorn. Okay. Bier hat jetzt keiner bestellt. Was ist das hier? Was hier Vertrieb heißt. Exportiere 591 Liter Gebräu und ich habe noch 3 Minuten Zeit. Sales Bonus mal 1,95, okay. Geh raus und verkaufe Waren. Nee, jetzt fährt er wieder. Nö! Füge. Nee, was jetzt? Nein? Nächste Aktualisierung der Marktpreise. Ich muss erstmal was Neues brauen wieder, ne? Ach, das machen wir beim nächsten Mal. Oh, jetzt fängst du, glaube ich, an, langsam kompliziert zu werden. Das brauchst du immer ohne Ende. Ja, das hat er am Anfang auch schon gesagt. Aber warum ist hier keiner? Warte. Wieso ist der nicht da am Arbeiten? Ach so, das war der nichts kann, ne? Arbeitsplatz zuweisen. Gut, ich gerade nichts. So, du arbeitest hier bitte. Warum nutzt ja nichts? Ich wollte da Apfelanlage gucken. Jetzt ist Bier alle, ne? Oder Flaschen? Was ist alle? Bier oder Flaschen?
hätte noch 22 Liter, okay. Aber wir sind, ich hatte eine ganze Palette leere Flaschen bestellt. Du hast noch Bier im Tank, dafür brauchst du noch Flaschen. Ja, ja, genau. Aber ich hatte eben die ganze Palette leere Flaschen bestellt. Ach so, weil die weggebackt sind, die drei Stück, ne? Oh, das ist Controletti wieder. Jetzt alles tippitoppi, alles geputzt. Können Sie kontrollieren, wie Sie wollen. So, ich hätte gerne eine Palette Flaschen. Dann hätte ich gerne oben als für 10. Und was war hier? Gibt es oben als für. Wie kann ich das denn bestellen und wo kommt das an? Eins, zwei, drei, vier. Nee, ich kann hier nicht palettenweise bestellen. Doch. Sechs Paletten. Nee, das will ich nicht mehr. Das ist. Hä? Das jetzt an. Lieferung. Hier haben wir leere Flaschen. Kommt unten noch eine Palette leerer Flaschen. Hier 100 haben wir noch, okay. 400 Geld. Wo ist er? Alles tippitoppi. Nothing, nothing, nothing. Genau. 144 Reputation Points. Ja, ja, ja. Mein Mitarbeiter hat eben genau aufgepasst, hat genau gefunden, wo die Müllsäcke standen, die ich ganz ehrlich gesehen habe. Flaschenkaffee ist auf dem Weltmarkt billiger, habe ich gar nicht geguckt. Gar nicht geguckt, was die Flaschen jetzt auf dem Weltmarkt kosten, aber der Malz war billiger. Da ist eine Palette Flaschen, okay. Schnell, ist das zu schnell. Aber Turbo kann ich überhaupt nicht, okay. Aber jetzt habe ich ja nachher ganz viele leere Paletten immer übrig, ne? Okay. Was mache ich für die ganzen. Ah, es kommt ja zurück. Hat gesehen, dass ich eine Flasche gebracht habe. Okay, was ist die Frage, was machst du mit dem Bier? Wie wird schon Bier los? Ja, ich hab's befürchtet. Ja, ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet. Ja.
Jetzt hab ich die leere Palette weggebracht. Nee! Nee. Mehr passt da nicht drauf, ne? Mehr passt hier nicht drauf. Okay, die Palette ist voll. Nein. Was mache ich jetzt hier? Was mache ich mit dem fertigen Bier? Rüber in den LKW, aber wie? Och, da hat mir das Malz gebracht. Ach du Scheiße. Okay, jetzt wissen wir, wo das ankommt vom Weltmarkt. Das ist ja nachher nur noch ein Gabelstapler-Fahrsimulator, wa? Ach du Scheiße. Ein Stock LKW, ein LKW ordern. Ach so. Ich den jetzt nochmal neu beladen. Halt, stopp. Wie mache ich das jetzt? Scheiße. Loswerden. Ja. Neue leere Palette dahin, die Powder Palette dahin. Neue leere Palette für die Flasche mitnehmen. Hast du mit oder nimmt er was? Was packt er jetzt sich jetzt auf? Nee, alle. Egal. Turbo! Ah, komm, ich muss dich abstellen hier. Hier hin. Ja. Ja. Das war Bier alle, richtig? Jetzt ist mal Bier alle. Oh no. Nee, die wollte ich nicht mitnehmen. Alter! Nein! Ja. Jetzt wird es stressig, ich merke es schon. Ja. Jetzt muss ich wieder Wasser kaufen und dann muss ich Bier brauen. Und dann müssen wir das Bier wieder abfüllen. Aber kann ich denn hier auf dem einen, kann ich hier nur Sprunt verkaufen? Ist da nicht mehr irgendwie einer, der eine LKW-Ladung Bier bestellt? Also, wo ist mein Büro? Glaubst du denn?
bestätigen. Ist das so ein Nebeneinkommen oder was? Hier ist auch nur Sack mit rohem Malzkorn, rohem Malzkorn, rohem Malzkorn. Rohem Malzkorn, okay. Und nebenbei noch mein eigenes Bier brauen. Und dadurch, ich habe gar keinen Typen unten, der Bier braut, ne? Wollen wir noch einstellen? Man kann noch einen. Okay, immer noch nicht. Okay. Pass auf. Wer von euch beiden ist besser? Ich muss doch einer besser sein da vorne, ne? Ja, ja, ihr seid schon wieder fertig. Ich weiß, ich weiß, ihr macht mich auch fertig. Du bist welches Level? 5. Und du? 9. Dann bist du jetzt der neue Braumeister. Jetzt muss ich organisieren. Also, aber es Palettenplätze sind versetzt, verknüpft und schauen, was. Ja, ja, genau. Damit ihr da was holt, da was bringt, da was macht und da, ne? Damit ich nicht so viel selber machen muss, automatisieren, ne? So. Du bist jetzt der Braumeister. Kein Wasser mehr. Ich muss das Wasser bestellen, ne? Ich mach doch bis. Ich mach doch bis um 1. Ich war aber 5 vor 1. Och nö! Spiel mal Spaß, ich will dranbleiben. Ich muss mal Pipi machen. Ich muss auch morgen wieder um 17:45 aufstehen. Oh. Also ist so für den täglichen Geldflow, denke ich mal, Malz malen nicht so verkehrt, aber du musst die ganze Zeit ständig da hin und her fahren und dann Malz dahin bringen, ne? Und dann auf den Truck laden. Wo bleibt denn jetzt der Typ hier, der Arbeiter? Ich verstehe die Aufgabe trotzdem nicht. Ich baue mindestens 5 Lager an den Docks. Weil dann geht ja die Questreihe da oder Aufgabenreihe oder Tutorial oder whatever nochmal erst weiter, ne? Aha, da kommt er. Was macht er jetzt? Gar nichts macht er. Muss ich irgendwo erst einen Auftrag geben? Ach so, am Computer muss ich Auftrag geben. Ja, am Computer muss ich Auftrag geben. Computer, brauche 1000 Liter Bier. Alexa, Echo? Ich kenne gar keine 5 Farben, das ist es ja, ne? Vor allen Dingen, mir macht es auch Spaß, aber manchmal gibt es stressige Zeiten. Ja, stimmt. Brauerei. Wasser. Wasserreservoir 2500 Liter, aber in den Dings passen eh bloß 1000 Liter rein, ne? Bin ich wirklich 45? Geld haben wir 1200. Können wir das immer voll kaufen, ne? 1000 Liter Wasser. 391,2 plus 45 Liefergebühr. Seht ihr das? Setze ich davor? Wie rechnet sich das zusammen? 391 plus 45? Doch, klar. Oh, mein Rechner. Ja, mein Kopf hat falsch gerechnet. So bestellen. Jetzt muss ich erst wieder hinten Wasserlieferung annehmen, richtig? Muss ich das wieder. Kaffee. Ich mal Kaffee. Was ist, wenn ich nicht sprinten kann? Dreck 19. Hier können wir noch annehmen. Ich muss doch da hinten irgendwo Wasser aufdrehen, ne? Das Ventil aufdrehen, damit das Wasser in meinen Tank läuft. Da kommt er. Genau. Ja, ich drehe auf. So, Wasser läuft rein.
Ja, läuft doch schon. Läuft doch schon. Reg dich mal mit deinen getöteten Scheiben hier, damit ich bloß nicht sehen kann, ne? Hat der Entwickler wieder ganz clever gemacht, damit er da drin keinen NPC rendern muss. Läuft doch schon hier. Ja, schon 200 Liter drin. Ja. Kann ich die Tür hier aufreißen und Hackfresse hauen? Ich habe eine Weile die Quest ignoriert und nur versucht, viel, ja, viel Geld machen. Ich habe eben auch erstmal versucht, Geld zu machen am Anfang, ne? Durch das Schmalz. Boah, der nervt jetzt ein bisschen, ne? Was passiert, wenn der Tank voll ist? Fährt der automatisch oder muss ich für Tee wieder zudrehen? Weiß ich gar nicht mehr. So, der fährt automatisch, ne? Ich warte mal, ich muss mal aufs Klo, Leute. Ich komme gleich wieder. Eine halbe Stunde mache ich noch. Aber dann muss ich ins Bett. So, Tank ist voll und LKW ist weg. Okay, also muss man nicht warten, bis der fertig abgeladen hat. Nein, einfach nur einmal hinlaufen, Ventil aufdrehen. Okay. Hätten wir uns die Zeit auch sparen können, egal. Oh, Löhne bezahlen. Hast du den Motor laufen lassen? Nein, Gas schon wieder alle. Wie gesagt, da können sie echt reinpatchen, meiner Meinung nach. Was das Gas was kostet. Das ist immer, wenn man auftanken muss. Wenn man halt vergisst, den Motor auszumachen, selber schuld. Muss man halt die nächste Tankfüllung bezahlen. Die ersten Sponsoren. Nancy, Prototype, Olaf und Nettie. Die sind nicht neu. Die haben nicht verlängert. Die haben verlängert. 1 Uhr ist immer die Automat. Also vor einem Monat, vor zwei oder beziehungsweise Olaf vor ganz vielen Monaten. Haben die eine Kanalmitgliedschaft von mir abgeschlossen. Und nicht gekündigt. Deshalb hat sich das jetzt automatisch verlängert. Vielen Dank an euch vier. Jetzt habe ich da wieder leere Palette. Oh, das steigt immer falsche Richtung aus. Das muss ich jetzt wieder darüber packen. So. So. Muss ich mir wieder aus dem LKW den holen. Aber mit dem Turbo hier komme ich überhaupt nicht zurecht. Kann ich gar nicht mehr lenken hier. Alter Schwede. Ja, mache ich das denn richtig, dass ich hier jetzt das Bier da aufgeladen habe? Ich weiß es nicht. Kann ich das wegschicken mit dem Bier? Aber wohin? Braucht er das dann? Aber an wen? Fragen über Fragen.
Wo ist der Arbeiter, der hier arbeiten soll? Oh, ich muss bezahlen gehen, wa? Ich hab keinen Bock gerade zu arbeiten. Erstmal. Brauchst einen neuen LKW. Ach du Scheiße, echt? Warte, erstmal hier. Bestätigt. Mitarbeiter bezahlen. Hast du jetzt wieder Bock zu arbeiten oder stehst du immer noch dumm rum? Du sollst hier beladen. Nein? Warum nicht? So, nicht. Und man sieht doch wohl, wer da arbeitet. Ne? Sehe ich, wer da arbeitet? Nee, 0 von 1. Da arbeitet gar keiner. Warum nicht? Reinigung. Nein, er soll nicht reinigen. Ach doch, ich habe ja eben den da weggeholt. Ja. Das ist der neue. Ich habe ja den einen zum Braumeister gemacht. Ja. Ja. Das Aufladen kann die. Der kann doch das Aufladen nicht. Muss ich denn erst. Ja, bleib stehen. Ich muss die erst im Lehrgang spendieren. Getreidemühle, genau. Zack. Mitarbeiter schneller bewegen, egal. Halt, du sollst arbeiten. Hier sollst du arbeiten. Hier. Genau. Das ist auch gut gemacht eigentlich, ne? Dass die eher, ja, an der einen Maschine Erfahrung sammeln müssen, um dann an der anderen Maschine arbeiten zu können. Hm. So, warte, jetzt wollte ich aber an den Computer. Ich wollte doch jetzt hier eine neue Brauerei-Auftrag geben, ne? Und dann geh ich mal gucken, was der unten tut. So. Brauerei. Jetzt habe ich 1000 Liter Wasser. Jetzt kann ich hier Rezepte. Beliebtheit 0%. Okay, geil. Wie kann ich jetzt hier starten? Okay. Geschätzte Ziehzeit 33 Minuten. 200 geschrotete Malz. Nee, warte. Machen wir erstmal 100 Liter oder so. Ja, haben wir letztes schon gemacht. Machen wir 200 Liter. 40 geschrotete Malz. 8 Hopfen, 5 Hefe. Das habe ich ja da, das habe ich da, ne? 800 Liter Wasser habe ich ja auch da. Das haben die so probiert. Was denn? Ich glaube, dass du den LKW anfordern musst für den Bierverkauf. Ja, ne? Moin, moin, habe ich da Bier gehört? Ja, Schlaubi, Hallöchen. Oh, schwebe ich nicht mehr. Hallo. Ja, Beer Factory. Eigentlich total verbuggtes Game. Gibt es erst seit Ende Januar. Die Exos auf Steam. Das geschenkt bekommen. Auch da ich auch ein leidenschaftlicher Biertrinker bin. Schneefuchs gedacht, ja, kann ich mir was mit anfangen. 50 Jahre, ja, war mit Ämchen arg, ne? 4 oder 5 Jahre kommt, glaube ich, hin. Ja. Von Emschen habe ich auch schon ewig nichts mehr gehört. Ja, leider. So, da haben wir 40 geschrotete Malz. Oder machen wir hier 200 Liter Bier. Ein mit Wasser gefüllter Tank. Okay, jetzt läuft das Wasser da rein. Aber warum laufen jetzt die 1000 Liter rein? Okay. Warten auf Rohstoff geschrotetes Malz. Wirft er jetzt unten automatisch das geschrotete Malz da schon rein, was da schon steht? Da ist ja schon geschrotetes Malz. Will ich eine Palette? Okay. Nee, macht er nicht. Ich dachte, der schmeißt jetzt hier automatisch das geschrotete Malz da rein. Alter, warum stehst denn du hier, wenn du nichts tust? Aber es was zuweisen, jo. Muss ich denn oben irgendwas zuweisen? Nee, ne? Dass du das da reinschmeißt? Nö. Du sollst hier, hier arbeiten. Hier sollst du arbeiten. Du sollst bitte hier, das Malz da reinschmeißen. Das da, hier. Geschrotetes Malz. Macht er nicht. Ah, Palettenplätze. Ah, okay.
steht natürlich genau davor. Snap nicht ein. Oh. Oh. Oh, Alter. Folgen? Hier warten. Neue Verbindung. Neue Verbindung. Und die Hefe auch, ne? Wie kann ich denn die Hefe verknüpfen? Gar nicht. Hefe-Regal geht nicht, na toll. Aufhalten! Warum geht denn das Hefe-Regal nicht? Nee, steh weg da. Aua, eins von unendlich. Hilfe ist automatisch. Okay, da muss man auch wieder verwirren. Okay. So, und du jetzt? Arbeiten. Los. Jetzt füll das Zeug da rein. Nee? Doch. Ah, jetzt ja. Jetzt, aha. Läuft er da hoch und kommt nicht hoch. Nee. Dein Ernst. Das ganze Brauding kann sich nicht bewegen, ne? Natürlich nicht. Was ich so scheiße da in die Ecke platziert habe. Oh. Dein Ernst jetzt? Also muss ich die Leiter auf die Seite hier bauen. Der kommt aber auch nicht da hoch. Kann ich nicht umdrehen? Kann ich nicht drehen? Jetzt soll einfach die Leiter andersrum bauen. Flamurlöschen. Jetzt kommt der da nicht hoch. Und hier baut er die Treppe auch nur so rum. Könnte genauso wenig hochkommen. Und drehen kann ich sie nicht. Werde ich mir doch nicht kaufen. Ja, es ist total verpackt. Für Back schon was zum Lachen. Ja. Es ist. Ich würde die Treppe gerne drehen, dass sie einfach andersrum da hochgeht, weißt du? Nee. Und hier hinbauen kann ich es auch nicht, weil da kommt er da hinten auch nicht hoch. Kann ich das abbauen? Das ganze Ding drehen kann ich auch nicht. Muss ich einen neuen bauen oder was? Abreißen oder was? Oder wie? nö. Brautank. Hier, ich kaufe mir bestimmt einen neuen Brautank. Ich würde den gerne drehen. Und hier die Treppe ist genauso verbuggt, ne? Die ist auch nicht benutzbar. Ja. Vielleicht gibt es da genug Bug-Reports an den Entwickler hinter der Punkt. Die andere. Oh, what? Yes! Hier ist ja. Ich kann es aber auch nicht abreißen, ne? Digga, nimm die andere Treppe. Komm hier. Ich kann die Treppe nicht mehr abreißen. Objekt bewegen. Ja, da kannst du den ganz bewegen. Gott sei Dank. Oh, ich kann den ganzen Braukessel versetzen. Alter.
Ach, jetzt die Treppe. Er baut die Treppe immer in dieselbe Richtung. Nee, hier ist sie andersrum. Hier, so. Ah. Den Auftrag beibehalten. Ja. Jetzt muss er halt seit Ewigkeiten laufen, weil ich jetzt die Palettenplätze nicht versetzen kann, weil die Paletten draufstehen. Mhm. Ich liebe den hektischen Streamer. Ah, er holt die Hefeautomat. Jetzt sind aber die Hefe. Ach nee, das ist nicht auch noch da drin, wa? Muss ich denn die Hefe aus den Kartons rausnehmen oder nimmt er die aus den Kartons raus? Muss ich jetzt aus dem Karton rausnehmen und auf das Regal legen? Ah, jetzt kommt er. Ja, KI ist halt so eine Sache, ne? War doch nicht hektisch. Nö. Jetzt fangen wir immer schneller zu fluchen. Wenn was nicht so gibt, wie ich denke, dass es funktioniert. Den kann ich jetzt nicht versetzen hier? Doch. Jetzt muss ich den Gabelstapler holen. Weil jetzt die Palette natürlich nicht im Palettenbereich steht und die Palette nicht mehr weiter ablädt. Lass die Hefe in Ruhe. Okay, Butterautomat aus dem Karton, ja? Ich hätte jetzt auch die leere Palette nehmen können und den restlichen Kram umpacken können, ne? Wäre wahrscheinlich schneller gewesen, als mit dem Drecksding da runterzufahren. Nee. So. Tut er jetzt, was er tun soll? Ja, ne? Pack jetzt die geschroteten Malz da rein und hoffentlich gleich noch den Hopfen. Da war er, Klaus. Genau. Den Stillvergleich habe ich schon mehrmals gehört, glaube ich. Nur weil denselben Friseur haben, Bier trinken und rauchen, bin ich nicht immer nett. Nee, alles gut. Braucht man eigentlich den ganzen Platz in der Fabrik im Spielverlauf? Ich denke schon. Ich kann ja von diesem Braukessel noch mehr bauen, ne? Das ist ja, das ist ja mein Braukeller. Muss ich noch Platz lassen für Paletten, dass ich mit einem Stapler fahren kann? Ich habe ja eben zum ersten Mal die Abfüllanlage in Betrieb genommen. Was hat er denn jetzt alles schon hier reingepackt? Neun von 40 geschrotete Malz, noch kein... Kein Hopfen und noch keine Hefe. Ich beobachte das jetzt aber noch ein bisschen hier schnell und leise. Was macht er jetzt? Das hat sich im Regal festgebackt, okay? Aber wenn der Malz alle ist, sollte er doch dann hoffentlich automatisch das nächste bessere nehmen, oder? Ach nee, er muss ja erst das Malz reinschmeißen und dann kochen und dann muss erst die Hefe rein, ne?
Warten auf Rohstoff. Warten auf Rohstoff für geschrotteten Malz. Ja, da ist geschrottet. Ach scheiße, ich muss wieder Löhne bezahlen, wa? Da hat wieder keinen Bock zu arbeiten, kann das sein? Es wird langsam. Ja. Aber jetzt geht er nicht mehr zur Palette. Hat er sich wieder festgebackt jetzt, oder was? Oder weil ich den Lohn nicht bezahlt habe. Geschuldete Löhne. Ich gehe mal Lohn bezahlen, mal gucken, ob er dann arbeitet. Das ist jedes Mal Lohn bezahlen. Ja, mit Olaf ja auch schon. Lohn nicht bezahlt, schlechter Arbeitgeber. So, ihr seid auch fertig mit Schroten? Okay, ich komme gleich mit dem Stapler. Ich muss erst da weg. Ja. Erstmal ins Büro gehen. Wilder Streik. Nee. Eben bin ich schon drei Arbeitszeiten im Rückstand gewesen. Erstmal hier Arbeiter bezahlen. Zack. Mal gucken, ob jetzt wieder schneller arbeitet. Weil die haben gerade nichts zu arbeiten. Ich muss das Schrot runterfahren, ne? Aber dafür muss ich erstmal die Palette leer machen. Ich kann ja nicht sprinten. Oh nein, Francis, nicht jetzt, du störst. Ich komm nicht gleich abwerfen, kein Problem. Ja, guck, jetzt arbeitet er wieder. War echt, weil ich den Lohn nicht bezahlt habe, wa? Ich war vorwärts, was ich tut. Müllsack mehr zum Werfen, ne? Dann schmeißt man ihn halt mit zum Sack ab. Ja, der Francis, komm ich schon mal besuchen. Er ist der Meinung, dass wir sein Revier hier. Das vertreiben wir jetzt hier. Ach, will ich holen einen Müllsack. Oh ja. Ja, wo ist er hin? Ninja! Da ist er. Dafür droppt ihr mir ja immer schöne Modifikation für meinen Gabelstapler. Ich muss das war schon eins, Leute, das geht gar nicht. Hab sie nicht aufstellen. Das macht so Spaß. Oh nö, weggebeamt. Aber ich würde gern, ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt speichere und beim nächsten Mal neu lade. Der LKW dann noch da ist. Bei LKW jetzt noch abladen. Ganz gut. Ich muss ins Bett. Okay. Jawohl. Okay. Was hast du? Räder 6. Okay. Muss mal tunen gehen. Warte. Und Kaffee trinken, damit ich sprinten kann. Zack. Schlaubi, danke schön fürs da gewesen sein. Nur mal von dir gehört zu haben. Machst du immer noch Ark? Ich hoffe, weiß ich nicht. Wir haben ja damals Ark zusammen gespielt. Kurz zwar nur, aber ja. Stapler, Gabelstapler, Räder 6. Räder haben wir 4. 25 und 5. 30 und 7,5. 50% und 10%, okay. Zum nächsten Mal. Okay. Nachti. Danke. Gute Nacht. Geschroteten Scheiß hier mit. So. So, wo hab ich jetzt? Da hab ich den Stapler hingestellt mit der leeren Palette. Kann man jetzt nicht da runternehmen, okay?
Doch, hä? Was denn jetzt? Hab ich's jetzt oder hab ich's? Ich hab's, okay. Hier waren eben noch mehr leere Paletten, ne? Ah, ne, okay. Okay. Greifen. Abwerfen. Okay. Geht auch nicht. Motor an. Hey, Uhr! Runter. Absteigen. Palette nehmen. Geht auch nicht. Warum muss ich echt ganz am Boden absetzen? Ist halt noch nicht ganz ausgereift, das Game. Nee. Ach, weil ich... Muss erst R drücken, genau. Jetzt ist sie nicht mehr fixiert auf der... Genau. Ah, ja. So, pass auf, jetzt müssen wir hier die volle erstmal runterfahren, ne? Volle Palette runterbringen. Damit er das weiter in den Braukessel packt. Da ist ein bisschen Spiel im Back, ja, ja. Wozu kann man auch spielen? Macht trotzdem Spaß, ich glaube, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht genau, was mir dazu Spaß macht. Ich glaube, wenn es funktioniert. So, wieder aussteigen. Und die Palette weg. Zack. Und da hinschmeißen. Und wieder einsteigen. Motor anmachen. Da hinfahren. Da abladen. Runterfahren. R und rückwärts fahren. Aha, jetzt packt er weiter. Da, Palette aufladen. Man kann nicht lenken und gleichzeitig die Gabel hochfahren, das ist doof. Ecke rum. Ah, das war zu viel Ecke rum. So, die leere Palette brauchen wir noch dann in der Abfüllanlage, ne? Erstmal hier drauf. Können wir hier drauf packen? Jetzt haben wir beide da drauf, okay? Oh, das war die Leere da rüber packen. Oh. Oh, halt. Jetzt müssen wir den LKW ausladen. Ja, das Spiel entpuppt sich immer mehr zum Fahrsimulator, ne? Nee, nix. Alter. Achso, ich glaube, du bist höher. Ach, ich habe noch drei Paletten. Oh, nö, ich habe noch drei Paletten hier drin. Vier. Ach, ich habe eben sechs Stück bestellt, ne? Oder acht. Ja, mit dem Turbo komme ich nicht zurecht. Okay, ohne Turbo. Ich könnte natürlich unten dem Typen den Ausgang dazu ordnen. Das heißt, der schmeißt es da rein, da wird es geschrotet und unten der holt sich das oben und bringt es dann runter in den Braukessel. Aber der ist ja ewig lange unterwegs. Dann könnte ich mir sparen, über die Paletten hin und her zu fahren, ne? Aber der ist ja dann ewig lange unterwegs.
das Zeug hier wegzuholen, ne? Hol das Bier lieber da raus. Zum LKW? Da muss ich euch hinstellen. Anlieferung. Ganz doch da. Meinst du erstmal hier zwischenlagern? Ich weiß ja nicht genau, wie der LKW hier funktioniert. Ob der auch, wenn er anliefert, auch was mitnehmen kann. Weiß ich halt noch nicht, hab schon nicht gemacht. Muss man erstmal abwarten. Ich hab mir echt so viel Malz bestellt. Hau mir ab. Ach du Scheiße. Zwei Paletten noch, wa? Jo. Okay, haben wir erstmal Vorrat. Haben wir erstmal Vorrat. Ja, ich brauche aber selber. Oh, keep area clean. Was abgestellt. So schlimm? Jetzt haben wir noch Aufgaben, ne? Genau, warte. Absatz. Nein. Erst zwei Steine gesammelt. Aber noch 5, 27, 25. Ich weiß halt nicht, ob ich hier auch später auch so Aufträge kriegen kann, dass die Leute hier Bier oder so anfordern. Bisher waren die ja nur geschrotteten Malz haben. Hier, zack. Hohe Malz, jo, annehmen. Bestätigen, den habe ich gerade erledigt. Ja. Wenn man es auf dem Weltmarkt halt billiger ist, dann kaufe ich große Mengen auf dem Weltmarkt erstmal ein, ne? Malz war jetzt billiger. Das heißt, es optimiert dann den Gewinn, wenn ich weniger Ausgaben habe, zum selben Verkaufspreis dann zu verkaufen. Fehlt ein Sack, oder? Nee, okay. Man muss morgen aufstehen. 6:30 Uhr. 6:30 Uhr. Ja. 5 Stunden. Deshalb starte den Truck jetzt noch ab. Da müssen wir leider Schluss machen für heute. Morgen. Guck, aha, guck, jetzt ist abgeladen, jetzt fährt er weg. Okay. Es wäre jetzt die Frage gewesen, was wäre passiert, wenn mein Bier da drauf gestanden hätte, ne? Das weiß ich nicht. Werden wir vielleicht am Freitag oder am Sonntag rausfinden. Morgen ist Donnerstag, morgen ist
Sons of the Forest mit Nettie und Hope und ja, so typisch was er. Toni, Akku Toni. Was spritzt wieder alle? Nö. Mittag weiß ich noch nicht genau, was ich mache. Vielleicht mal wieder eine Runde Undawn. Oder Last Day on Earth. Oder beides. Oder nichts von allem. Sondern Beer Factory. Ich weiß es noch nicht. Entscheide ich ja immer relativ spontan, wann ich was mache. Was habt ihr alles noch in Forest geschafft? So gut wie gar nichts. Wir waren noch mal in der Höhle drin, wo wir ganz am Anfang drin waren. Ich weiß, dass, ne, als wir angefangen haben, vorletzten Donnerstag, sind wir in die eine Höhle reingegangen und haben ein Tauchgerät gefunden. Dann wollten wir das Tauchgerät mit Toni noch mal holen gehen, weil er ja später dazugekommen ist. Sind noch mal in die Höhle rein und haben dann noch ein bisschen die Kühle mehr erforscht und haben noch eine Betäubungspistole. Was haben wir noch gefunden? Ja, die Betäubungspistole noch und rausgefunden, dass da irgendwie so ein Labor oder sowas ist. Wir werden halt ständig von den Kannibalen angegriffen. Muss nur mal gucken. Wer ist weg? Du musst den Verkauf an RQW anfordern, okay? Ich will jetzt gerade noch warten, bis die Palette da abgeladen ist und die Palette da voll ist. Dann verlade ich die Palette noch. Wir können mal gerade runtergehen, gucken, wie weit der unten ist. Aber das sehe ich hier oben leider nicht. Ich muss an dem Braukessel stehen. Brauche ich hier unten auch noch geschrotetes Malz? Oh, der ist auch verladen, okay. Was sind noch? 4, 5, 6. Jetzt sagt man nicht, dass ich eine zu wenig habe. Auf Wiedersehen! Auf zu winken, sonst bricht der Arm ab! 1, 2, 3, 4, 5, 6 und es fehlen noch 7. Dein Ernst? Und du willst wieder nicht arbeiten, weil ich dich bezahlt habe? So einen Sack, okay. Oh, scheiße. Ja, ich sag ja auch auf Wiedersehen. Ich sag jetzt gleich auf Wiedersehen. Aber es ist halt immer so, wenn mir so ein Spiel so Spaß macht, dann bleibe ich da länger, als mir gut tut, hängen. Okay, der Sack ist gerade ein bisschen verbuggt, oder weil ich sprinte oder was, keine Ahnung. Wo ist der Sack? Hallo? Da ist er doch. Oh Gott, warum schon jetzt abgelegt, ne? F. Ich will den auch da reinwerfen, hallo? Aha. So. 36 von 40. 37, 38, 39, 40. Okay, passt. Dann muss wie viel Hopfen da rein? 8. Hab schon mehr als genug, okay? Komm, mach mal hier. Schmeiß mal rein, den Scheiß da. Ich trinke mein Bier noch aus. Auch die Kippe noch zu Ende. Dann machen wir Schluss, Leute. Wie gesagt, ich mache immer spontan. Hätte auch heute Abend sein können, dass ich gar nicht online komme. Mittwochs bin ich immer erst so gegen 10 Uhr zu Hause. Normalerweise fange ich ja gegen 8:30 oder 9 spätestens an. Morgen ist Donnerstag, morgen ist eigentlich jetzt, hoffe ich, für die Zukunft festgeplant mit Hope, mit Nettie und mit Toni oder Minasuki. Sons of the Forest zu spielen, wobei nächste Woche Toni schon nicht kann, also da müssen wir gucken, was wir tun. Dienstags haben wir mit Schneefuchs und Hope Multiplayer. Die letzten zwei Wochen haben wir gekocht, diese Woche haben wir mal Outlast Trials versucht, war ehrlich gesagt nicht so unbedingt meins. Restliche Tage ist immer spontan, entscheide ich nachmittags oder abends, wenn ich zu Hause bin und so Bock habe. Ich habe heute schon Undawn gespielt, ich habe heute schon meine 100 Aktivitätspunkte gemacht. Wir haben bei Undawn mittlerweile das Lager auf Stufe 2 erweitert. Nächste Woche bin ich leider Dienstreise. Kein Problem, Mina. Nö. Mit mich, genau, mit dich. Kein Problem, wenn man mehr nicht kann, dann muss man halt gucken, ob man einen anderen Tag finden oder halt mal eine Woche ausfallen lassen. Wenn du die ganze Woche auf Dienstreise bist, dann kann man auch keinen haben wir auch keinen Ausweichtag. So, was macht er jetzt? Jetzt macht er die Meiche, ja? Nee,
39 von 40. Ist ja kein Problem. Nur ich kann jetzt noch nie, ich kann jetzt, was ich mit Sicherheit sagen kann, dass ich Samstagabend nicht online sein werde. Als Samstagabend bin ich nicht zu Hause. Das ist der erste Samstag im Monat, da gehe ich immer mit. Ein Maischen. 2 Minuten. Und danach schmeißt er erst den Hopfen rein, wa? Okay. Am Montag 12 Uhr los, Freitag 3 Uhr wieder da. Ja, das ist scheiße. Ja, das ist doof. Aber wir haben jetzt gemeinsam angefangen, dann spielen wir auch gemeinsam Freitag. Freitagabend wäre ich da. Dann gucken wir vielleicht, dass wir uns auf Freitag schieben. Nächste Woche Freitag. Was schieben wir denn Donnerstag auf Freitag? Genau. Ist immer verschieden. Wir haben, wir suchen uns immer irgendein Brauhaus oder ein Restaurant oder was aus. Ich habe ein paar gute alte Freunde. Und damit das nicht mit plötzlich aus den Augen verlieren, verabreden wir uns immer am ersten Samstag im Monat. Und diesmal gehen wir Pfannkuchen bzw. Crepe essen. Ja, danach hat noch was trinken gehen, ne? Wenn wir alle da sind, sind wir 9 Leute, aber meistens immer 6 bis 7, weil irgendwer kann meistens nicht oder ist. Ich war auch jetzt im Januar, war ich krank. Januar? Doch, im Januar war ich krank, ne? Habe ich dann abgesagt, ne? Aber ansonsten möchte ich den Termin gerne wahrnehmen. Ja, von daher kann ich jetzt schon sagen, Samstag bin ich nicht da. Sonntag dann wahrscheinlich wieder. Vielleicht auch, wenn es mich überkommt. Manchmal mache ich ja spontane Streams. Nachmittags dann mal am Wochenende. Mal schauen. So, kommen jetzt manchmal ein hier. Noch 23, 22, 21. Und dann fängt man den Hopfen noch reinzuschleppen, ne? Das Zeug hier, ne? Genau. Man braucht das auch nochmal, dann schleppt er die Hefe da rein. Das dauert dann auch nochmal. Deshalb ist es vielleicht gar nicht so dumm, wenn man sich wirklich mehrere Braukessel hinstellt, ne? Um immer Biernachschub zu haben. Heute ist Brückentag, nein. Bei mir nicht. Ich hab schon Bock auf morgen. Ja. Müssen wir da kurzfristig klären, ob wir 20, 30 oder 21 Uhr anfangen, ne? Und dann in die Gruppe schauen. Jetzt schmeißt er den Hopfen rein. Komm, das gucken wir uns jetzt noch an. Bin raus, Flamme, ja, gute Nacht, danke fürs mit dabei gewesen sein. Vor allen Dingen, Toni, müssen wir mal gucken, was wir noch tun. Ob wir anfangen, Base zu bauen? Oder mal so einen Punkt auf der Karte erkunden. Ich wollte beim letzten Mal schon so einen Punkt auf der Karte erkunden gehen, ne? Sind wir nicht so gekommen, weil wir ständig von diesen Kannibalen angegriffen werden. Auf 20 Uhr ready. Ja, wie du kannst. Ich kann es halt immer nur kurzfristig sagen. Je nachdem, wann es abends Essen gibt. Hast du den Sack da fallen lassen? Hallo? Komm, ich helfe dir. Ich guck mal, schon dreimal so schnell wie du. Haben wir alles drin? Einen noch? 5 von 8, okay. Zack, 6. Er hat den 7. richtig. Nee. Ach ja, ich muss wieder bezahlen gehen. Das ist so langsam. 7 von 8, du hast den 8. Okay. Und jetzt? Jetzt braut er nochmal 2 Minuten. Und dann muss die Hefe rein, dann kommt die Gärung, ne? 2 Stunden bauen und dann Punkt erkunden oder umgekehrt. Weil wir beginnen, genau. Aber wir müssen. Es hat mich wieder. Jörg gespoilert. Achso, wegen 19. Februar. So, nee, ist kein Brückentag, ist ganz normaler Arbeitstag, Alexander, ist ganz normaler. Das ist ja auch eklig hier, ne? Okay. Warum animiert man von einem NPC, der nie den Mund aufmacht? Die Zähne und die Zunge und den Hals. Okay.
Wo war ich jetzt? Jetzt habe ich den Gedankengang verloren. Kommentar habe ich alle gespoilert. Wir sollen uns ein paar Stühle bauen. Da kann man wohl auch die Erschöpfung aufladen. Das heißt, wenn drei nicht erschöpft sind und einer ist erschöpft, setzt sich einfach um den Stuhl. Das kenne ich aber auch von früher noch. Als ich das gelesen habe, fiel mir ein, ja, stimmt, ja. Ich habe mir auch so einen Knochenstuhl gebaut gehabt. Wenn man sich da drauf setzt, dann lädt sich ja auch die Erschöpfung wieder auf. Habe ich auch teilweise gemacht, als ich nicht schlafen konnte damals, als ich alleine gespielt habe. Diesen Knochenstuhl draufsetzen als Lagerfeuer und dann erholt man sich. Hat jemand den Kommentar geschrieben? Baut Tische und Stühle, wenn ihr unterschiedliche Erschöpfung habt, einfach draufsetzen und einer erholt sich, dann arbeitet weiter. Nee, das sind ja gut gemeinte Hinweise, ne? Da kannst du reinschreiben, bitte keine Spoiler, kannst du immer reinschreiben, aber es sind ja meistens gut gemeinte Hinweise. Müsste ich jetzt nachgucken, wer das geschrieben hat. So, noch 4, 3, 2, 1, bang. Macht noch Rohstoff Hefe, okay? Jetzt schleppt er die Hefe da rein, okay? Komm, ich helf dir. Und da hat die Hefe echt aus dem Karton genommen, ne? Okay, na, ich nicht. Hab ich die jetzt? Okay. Mal ablegen, neu aufnehmen, okay. Boah, der ist aber langsam und der ist schon Max Level hier, der Typ, okay? Hallo? Da rein. Nee? Aha, hier? So. Hefe. 2 von 5. Und da ich ja immer alle Kommentare lese, habe ich es dann leider oder Gott sei Dank gelesen. Oh, es fehlt mir eine Hefe, um das Bier fertig zu machen. Dein Ernst, really? Es wird mir eine verkackte Hefe. Nö, nö, einfach nö. Einfach nö. Februar hat alle 4 Jahre einen Tag mehr. Ja, alle 200 Jahre fehlt der Tag. Ja, war doch so. Alle Jahre, die durch 4 teilbar sind, haben halt ja. Sei denn, das ist gleichzeitig durch 200 teilbar. Kann ich nochmal Hefe bestellen? Dein Ernst? Erstmal hier nochmal annehmen. Lieferung. Hefe. Wo ist Hefe? Da ist Hefe. Komm, ganze Palette. 1920! Ne, dann leider keine ganze Palette. Dann mach mal 5. Ach, sind 5 Kartons. Ah, 6 Päckchen, okay. Jetzt muss ich mir einen Stapler holen, ne? Oh, das steht da. Ja, aber ja nicht, wenn man es vom Vorgängerspiel längst weiß. Ja, Vorgängerspiel. Ich hab ja auch Stones of the Forest Early Access Start schon gespielt gehabt. Aber ich habe halt gesagt, während des Streams bitte keine, auch wenn es gut gemeinte Hinweise sind. Wir wollen das Spiel quasi von der Pike auf Nummer neu lernen. Auch die ganzen neuen Rezepte, die es gibt und weiß ich, was es alles gibt mittlerweile, ne? Alles, was wir nicht kennen. Nicht spoilern. Du musst das und dann musst du dann da hingehen, weil da ist dann das und das auf und dann, da findest du die Schrotflinte und da findest du das und das. Möchten wir nicht wissen. Möchten wir nicht wissen, wir möchten die Map erkunden, wir möchten das Spiel erkunden. Schneefuchs Plate, auf Wiedersehen. Oh, Schneefuchs, bist du immer noch dabei? Schön, dass du noch da warst. Also mir macht das Spiel sehr viel Spaß, danke, danke, danke schön. An die, die es nicht wissen, Schneefuchs hat das Spiel hier quasi mir auf Steam geschenkt. Oh, na, die Gabel muss hoch, genau, sonst komme ich die Ecke nicht rum. So, jetzt muss ich aber die Hefe. Ach, ich muss die ausräumen, ne? Ich muss die ins Regal räumen. Ohne da noch eine Palette zu weisen. Ne, pass auf, das setzen wir hier ab. Oh,
So. 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 Motor aus, absteigen. Hefe packen. Zack, Hefe ins Regal. Zack. Zack. Wo ist sie hin? Nein, da rein. Oh, was macht er jetzt? Jetzt hat er die Hefe drin. Jetzt kommt die Gärung nochmal 2 Minuten, okay? Und dann ist Bier fertig. Und wenn du halt eine Riesenmenge da reinpackst, dann dauert das, glaube ich, Ewigkeiten, ne? Das stand eben irgendwas für 30 Minuten oder sowas, ne? Alter! Packst ins Regal. Hier. Doch nicht daneben! Geh absetzen. Hm, okay. Klappt auch nicht. Okay. 6, 5, okay, dann hat er einen rausgenommen. Und gleich ist das Bier fertig, ja? Habe ich 200 Liter Bier gleich, ja? Ich bin nur auf Tonis Bitte eingegangen. Nichts Neues. Es ist was? Tonis Bitte? Ach so, okay. Ja, war da, hab schon geschaut, nebenbei Krater bespaßt. Okay, schön. Genau, egal, mit dem Stöckchen. Ja. Nee, Alexander, es ging um, ich weiß nicht, wer es war. Du warst es nicht. Irgendwer hat doch da geschrieben, Rainer, kommst du jetzt geil vor in deiner Modrolle. Irgendwie so hat er, irgendwer hat so einen komischen Kommentar geschrieben gehabt. Jetzt habe ich nur erklärt, das Spiel, was ich ihn gefragt hatte. Das war Olaf gestern, Schneefuchs, das war Olaf. Huch, schieb mir noch im Start. Gut, na ja, ich bin weg. Ich muss ins Bett. Ich muss um 6.50 Uhr, 6.50 geht der weg, aber 6.30 Uhr muss ich aufstehen. Noch 9, 8, 7, 6, dann ist mein Bier fertig. Jetzt muss ich nur noch rauskriegen, wie ich es verkaufen kann und dann ist alles gut. So, zack, bang, bupp, jetzt haben wir 200 Liter Bier hier drin. Warum läuft das hier immer noch? So, und jetzt machen wir Schluss, Leute, ich muss ins Bett, ich muss, ruhige Schicht morgen. Ja, ich hoffe doch, also bisher ist morgen ruhig. Kann sich halt minütlich immer ändern, ne? Sobald das Telefon klingelt und dann heißt es so, der Drucker schmiert, aber der Drucker macht am Arsch bei mir Stau, der Drucker, der macht da, dann bin ich halt am Start. So, da haben wir noch Rohstoffe, da haben wir fertig verarbeitet. Das dauert eine leere Palette. Pass auf, ich speichere jetzt ab. Man kann leider nicht irgendwie sich den Spielstand aussuchen. Der speichert immer auf denselben Spielstand. Ich habe noch nicht rausbekommen, wohin er das speichert, ob man das irgendwie backuppen kann oder so. Ach Leute, ich muss. Nee, warte, ich muss die Mitarbeiter noch bezahlen gehen. Ja, Alexander, es ging nicht um dich. Wie gesagt, wenn du, ne, hab ich auch geschrieben, wenn du nicht geflammt hast, dann muss ich auch nicht angesprochen. Auf Wiedersehen! Führen. Auf zu winken, sonst bricht der Arm ab! Das ist halt auch immer so eine Sache, ne? Aber irgendjemand hatte dann geschrieben, Rainer, kommst du jetzt geil, fühlst du dich jetzt geil in deiner Moderatorenrolle oder irgendwas? Klar, ne? Rainer hat nur darauf hingewiesen, was ich schon in den Titel reingeschrieben hatte und als festgepinnte Nachricht, ne? Spoiler gleich mute. Also bei Sons of the Forest möchten wir bitte alles selber erfahren. Aber das werdet ihr dann jetzt die Tage wieder. Morgen, genau. Ich hole dann auch wirklich die Spoiler raus. Wenn einer zu viel spoilert, dann zack, kommt hier. Ausblenden 5 Minuten, nochmal ausblenden 5 Minuten. Ich will kein Permaban verteilen, aber wer zu viel schreibt, Tolga ist auch so einer, der immer schnelle Finger hat. Ja, Fox, tut mir leid, dass du jetzt reinkommst, aber ich muss schon lange weg sein. Normalerweise 12:30, jetzt auch schon um 2. Geht gar nicht. Achso, zack, ja, und das weiß ich auch nicht, wie ich das ändern kann. Ich tapp hier raus und in dem Moment geht leider der Spielton weg. Ist nur noch 4 Nuller da. 117 Zuschauer, da hat er wahrscheinlich eben einen fetten Raid reinbekommen, wa? Conan Exiles spielt der gute 4 Nuller. Ist auch so ein Game, womit ich nicht wirklich warm werde. Sollen wir darüber reden? Ich weiß es nicht.
Ach komm, ihr fünf Leute, die noch da seid auf Twitch. Sucht euch, wenn ihr weiter schauen wollt. Oh, auf YouTube sind 17, okay. Es ist ein Fehler aufgetreten. Okay. YouTube sagt aber, wären 17 bei 11 magisch und Twitch 5. Wenn ihr noch was gucken wollt, sucht euch einen neuen Kanal. Die Nulle hat gerade 117 Zuschauer, okay. Ja, Foxy ist Chemies Bett gesagt schon ein wenig spät. Gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Ich hatte nur geschrieben, zu ihm, er möge mich in Ruhe lassen. Nach, das wäre damit. Nee, irgendjemand hat geschrieben, Rainer, kommst du jetzt geil vor, leider. Oder. Ich weiß, ich bin genau im Wort, das weiß ich gar nicht mehr. Judy, aber. Plätzchen. 5 vor 2. 3, 4, 5, 6 und halb. 4,5 Stunden Schlaf, wenn ich jetzt sofort einschlafe. Okay. Danke, dass du da wart. Ich muss das Bett. Ich mache jetzt einfach aus. 3, 2, 1 und wir sagen bis morgen. 20:30 oder 21 Uhr, spätestens 21 Uhr. Sons of the Forest mit Hope, mit Nettie und mit Mina, beziehungsweise Toni.